Ah, liebe Leute, da bin ich wieder. Live Montagabend auf Twitch. Wir spielen DayZ mit hier dem Hampelmann, den wir beim letzten Mal hier so stehen gelassen haben. Vanilla, Tschernarus, die Taschen sind voll, das Ziel ist Überleben. Und wir gehen los. Liebe Leute, da bin ich wieder. Als wäre ich nicht weg gewesen. Dann haben wir schon die ersten Typen. Wir schauen mal eben. Uns geht soweit tatsächlich ganz gut. Ich kann nicht klagen. Wen haben wir denn? Hallo Rabenhex. Erste. Erste. Hallo David Alka. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Macht's euch bequem. Holt euch ein bisschen was zu snacken. Den Snack eurer Wahl. Vielleicht ist es Sellerie. Vielleicht ist es ein Snickers. Ich kann's nicht sagen, Leute. Oder Popcorn. Ist Popcorn so ein bisschen tot? Kann das sein? Weil das Kino auch so ausstirbt? Möglich. Wir werden sehen. Archetyp. Als wärst du nicht weg gewesen. Tatsächlich. Wir kennen das alle von der Arbeit, ne? Man geht so um 18 Uhr und plötzlich ist man um 8 Uhr oder 9 Uhr am nächsten Tag wieder da und denkt so, was ist eigentlich dazwischen passiert? Und plötzlich steht man wieder da, sieht wieder die gleichen Gesichter und denkt sich, wo bin ich falsch abgebogen? So, wir haben 30 andere Spieler auf diesem Server. Ich habe jetzt mal ein bisschen darauf geachtet, dass der Ping gut ist und ein paar mehr Spieler da sind. Denn von mir aus kann hier ruhig tot, respawn, da, 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 alles nochmal von vorne passieren. Das stört mich nicht weiter. Hallo, Schnaps. Endlich wieder Twitch-Montag. Korrekte. So, jetzt gucken wir mal eben. Einfach mal ein bisschen, so ein bisschen rumstromern. Schauen, was die Apokalypse so zu bieten hat. Ich muss jetzt mal schauen, wie das hier nochmal geht. Ich habe es ein paar Tage nicht gespielt, ne? Und das merke ich auf jeden Fall, wenn ich dann so ein neues Survival-Spiel anfange, wie jetzt beispielsweise Ark. Dann muss ich schon umdenken. Und das fängt schon bei simplen Sachen an, wie, warte mal, es benutzen E oder F. Und dann steht man manchmal da und macht den hier. Und man denkt, ah, oh Mist. Das war das andere Spiel. Warte mal, haben wir ein Beil? Beschädigt. Gib mir das bitte. Sehr gut. Hallo Boom Lars. Hallo Träumebär. Hallo Tunechi. Boom Lars ist auch ein guter Name. Das ist so ein richtig guter, so ein Rap-Name so. Ich? Ich bin Boom Lars. Und mein neues Album. Der Lars, der boomt. Out now. Obwohl, so CD-Werbung gibt es auch gar nicht mehr im Fernsehen, ne? Das gab es ja früher immer. So Bravo-Hits, The Dome. Oh, warte mal, was haben wir denn da drüben? Oh, das könnte interessant sein für mich. 30 Minuten des Server-Neustart, das ist okay. Hallo, Stullen-Andi. Dann wollen wir mal schauen. Das sieht doch ganz gut aus hier. CR527. Zuschauerserie erreicht. Archetyp hat momentan eine 3-Stream-Serie. Ja, Archie, Glückwunsch und danke. 350 Dopamin dafür ausgegeben. Eine 3-Streams-Serie. Was ist das? Warte mal, haben wir nicht schon eine Karte? Also wenn die hier sauber ist, dann nehme ich gern die, aber mir war so, als hätte ich schon eine gehabt. Demoliert wollen wir nicht, wir nehmen beschädigt. Dafür liebe ich Twitch. Ja, das verstehe ich. Das kann ich total nachvollziehen. Jetzt schauen wir mal. Und morgen ist ja auch wieder YouTube dran, so ist ja nicht. Den Rest der Woche, was soll ich euch sagen, liebe Leute? Träumebär, 3-Streams-Serie. Fantastisch. Wahrscheinlich gab es nur 3 Streams. Ach so, das gesammelte Dopamin, was ihr da unten habt, das braucht sich nicht auf, ja? Das heißt, das bleibt einfach quasi gespeichert.
Archetyp, vielen Dank für den Prime-Sub. Oh, der Herr Baron hat Prime. Oh, wie viel Loot liegt denn hier rum? Was ist denn jetzt los? Haben wir ein Fernglas? Haben wir nicht, aber brauche ich auch nicht wirklich, ne? Am Scope. Geht auch. Ist das eine Pizza mit einer Ananas drauf? 3 Streams nach deiner Pause. Vorher hatte ich eine viel höhere Serie. Ja. Na, da können wir jetzt wieder zurückkommen zu, wenn ihr wollt. Pullover. Pullover. David Alka ebenfalls in dieser Minute. Ach. Fantastisch, liebe Leute. Vielen Dank. Ach so, ich habe es gestern im was habe ich gestern gespielt? Fallout-Stream gesagt. Ich habe die Werbung auf Twitch deaktiviert. Bitte lasst mich mal wissen, falls hier trotzdem Werbung für euch kommt. Weil dann ist ja wohl eindeutig klar, dass Twitch trotzdem Werbung einschaltet. Ich habe alles deaktiviert, was in meiner Macht stand bezüglich Werbung. Also dürft ihr das gerne schreiben. Dopamin bleibt. Ja, krass. Ist ja wie so ein Sparkonto, nur ohne Zinsen. Was haben wir denn da unten? Steht hier irgendwo einer rum, zufällig? Für mich? Warte mal, wie konnte man nochmal die Luft anhalten? Ah, Steuerung, okay. Gaming to go, vielen Dank für den Follow. Hallo. So, komm, wir schauen mal jetzt hier. Wir haben... Kompass bringt mir auch nicht ganz so viel. Norden, mach mal lieber so ein bisschen. Komm, lass mal den Osten nehmen. Ich hatte direkt am Anfang direkt 2 Werbespots. Gut zu wissen, okay. Bei mir macht ein langhaariger Typ Werbung für Waldspaziergänge komisch. Ja, weil du danach gegoogelt hast. Eigentlich ist es mein 4. Stream, aber man kann wohl nur bei 3 und 5... Ah, okay, verstehe. Ich glaube, als Sub bekommt man keine Werbung, auch wenn es von Twitch kommt. Also ich hatte keine bis jetzt. Ja. Okay, David hat keins. Ja gut, dann weiß ich nicht, warum ich die Option habe, die Werbung auszustellen, ehrlich gesagt. Aber das war ja von Anfang an mein Verdacht, dass dann da trotzdem Werbung kommt, obwohl ich das deaktiviere. Weil Twitch dann sagt, du willst damit nichts verdienen? Gut, dann machen wir es halt. The Real Goose, vielen Dank für den Follow. Hallo. Ja, keine Ahnung, ich blick da nicht durch. Ich dachte, wenn hier schon immer nur so immer noch viele, aber immer nur weniger als bei YouTube zuschauen, mache ich es euch möglichst angenehm, weil ich glaube, Twitch haut ganz schön viel Werbung und viele lange Werbeblöcke am Stück raus. Aber so wie es aussieht, liegt das nicht in meiner Macht. Naja, wir werden sehen. Das Gute ist, wer das Ding hier morgen sehen möchte, kann das komplett werbefrei auf YouTube tun. Nur dran denken, ein schönes Thumbnail zu machen. Meist habe ich eine Werbung zu Beginn eines Streams auf Twitch. Hier und heute war keine. Okay. Schauen wir mal, da unten haben wir ein paar Gebäude. Ich hätte gern so einen Timer, der mir zeigt, wie lange ich mit dem schon lebe. Gern, der darf gern die ganze Zeit zu sehen sein. Irgendwie so Minuten. Jack the Ripper, vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen. Bin gerade erst hinzugekommen. Ist das Livonia oder Tschernarus? Und ich hatte gerade Werbung. Das ist Tschernarus. Und das mit der Werbung tut mir leid. Ja, Livonia kann ich auch gerne nochmal reinschauen, aber ich mache erstmal so ein bisschen, so ein paar Dutzend Stunden hier so ein bisschen gucken, wie ich damit klarkomme und dann schauen wir mal, wo mich das hinführt. Es gibt ja auch noch genügend andere Maps, denen man sich anschließen kann. Aber da ich Anfänger bin, machen wir es von Grund auf. Komm mal her. Hat der eine VR-Brille drauf? Yeah. Nee, ist eine komische Brille. Okay. Hallo Maharishi. Herzlich willkommen.
Wegen dir knalle ich mir gerade 120 GB Red Dead 2 auf die Festplatte. Ja, wenn es ein Spiel ist, das die Festplatten, den Festplattenplatz verdient hat, dann ja wohl Red Dead Redemption 2. Ich habe auch heute 2 Folgen aufgenommen und ich dachte so, ich komme gar nicht irgendwie dazu, irgendwas zu machen. Ich bin ständig abgelenkt. Dann ist da ein Lagerfeuer, da geht man hin, dann ruft da einer um Hilfe, dann will ich da kurz jagen. Könnte ein langes Let's Play werden auf jeden Fall. Vielleicht ist ein Livestream doch besser. Aber ich hatte heute Probleme mit Abstürzen. Da bin ich noch ein bisschen am Rumprobieren. Aber das kriegen wir auch noch gebacken, Leute. Nee. Nein! Fall um. Warte mal. Brauchen wir nicht. Es geht jetzt eher so um Munition und Essen und Trinken, dass ich dauerhaft was habe und vielleicht sogar gar kein Feuer machen muss. Was jetzt auch nicht schlimm wäre, aber nur mal so als grobes Ziel. Ich höre hier noch einen. Oder? Interdentalraum 24, vielen herzlichen Dank für den Sub und guten Abend. Was ist denn mit der Mütze eigentlich? Fall um. Nichts weiter. Freut mich, dass die Red Dead so gut gefällt. Ich werde leider nur selten mal hier und da kurz reinschauen, weil ich es vor 2 bis 3 Jahren mal angetestet hatte und es auch noch selbst spielen will. Das kann ich total verstehen. Das ist ja auch keine Klickpflicht bei meinen Sachen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch eine ganze Weile spielen. Und ja, als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe, dachte ich auch so, bah, richtig krass. Und jetzt aber auf dem PC, so wie es aussieht. Und ich glaube, ich auch selbst so ein bisschen entschleunigter bin. Dadurch, dass ich ja weiß, dass ich viel Zeit dafür habe, ist das einfach absoluter, das ist wirklich wie Urlaub. Absoluter Wahnsinn. Hallo Joyboy und hallo an alle anderen, hoffe, ihr hattet einen guten Tag gehabt. Mir geht's super, keine Klagen, keine Schmerzen, den Gelenken geht's gut. Mehr gibt's nicht zu sagen. Joyboy, wie geht's dir denn? Hast du Gelenkschmerzen? Ich sehe Zombies, das heißt möglicherweise keine Spieler. Hier ist aber irgendwie schön viel Loot vorhanden. Dafür, dass der Server in 30 Minuten neu startet, ist hier echt noch ein bisschen was zu finden. Finde ich gar nicht verkehrt. Eine Bratpfanne zum Beispiel, ein Huhn. Ein Brathuhn. Komm mal her, bitte. Nein, nein, mach schnell. Deine Nachbarin kommt. Sie hat dich mit ihrem Mann gesehen. Oh, fantastisch. Das meine ich doch, Leute. Ein bisschen was finden. Da oben haben wir jemanden. Wir trinken erstmal einen Schluck. Let's go. Hallo, Private Yoda. Moin, Justin hier. Hallo, Justin. Timberlake. Drüben haben wir einen Jagdshop. Das freut mich, dass es dir gut geht. Mir geht es super, außer dass meine Freundin Schluss gemacht hat nach 10 Jahren Beziehung, weil ich gegen die Grünen bin. Kann man nichts machen. Also, tut mir leid für deinen Verlust. Das ist schon ein merkwürdiger Grund, aber Joyboy,
Jetzt bist du hier, jetzt hast du uns. Was willst du machen? Willst du kämpfen? Oder sagst du, na komm. Weil ich gegen die Grünen bin. Dass sowas überhaupt Bestandteil von sowas wie einer Beziehung sein kann. Also so im Grunde von, das ist entscheidend. Ich bin gegen die Grünen. Und noch besser wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, ich mag den Blauton von Schalke nicht. Und dann so, okay, tut mir leid. 10 Jahre? Ciao. Das ist so, ne? Da nicht jeder irgendwie eine Meinung. Und Bajonett, aber die Waffe habe ich nicht dafür. Ich gehe mal lieber da lang. Geht mir gerade mit Lego Fortnite so. Bin da gerade so drin, ratzfatz in 3 bis 4 Stunden weg. Ah, echt, ja, sehr gut. Hallo, Bounty. Ja, Lego Survival. Ich sehe immer, wenn ich Fortnite lese, denke ich, also, warum haben sie es so genannt? Die hätten garantiert doppelt so viel davon verkauft, wenn sie es Lego Survival genannt hätten und nichts mit Fortnite zu tun gehabt hätte. Halt doch um! So, was sagst du? Kämpf tue ich nicht, kann mir gestohlen bleiben, wegen sowas Schluss machen ist das allerletzte. Ja, aber ganz im Ernst, also ich weiß ja nur nicht, ich kenne dich ja noch nicht, ich lese jetzt den Satz da so, entweder ist da sehr viel mehr passiert, als du sagen möchtest, oder sie hat einen Grund gesucht, irgendwas. Also ich meine, wenn das wirklich so simpel ist wie, ich bin gegen die Grünen, was auch fast so ein bisschen klingt, als wärst du da schon sehr gegen und würdest irgendwie so ein T-Shirt damit tragen, ja, weiß ich nicht, also... Aber ich bin sicher, ihr hattet da eure Diskussionen und so und dann hat sie sich das halt überlegt, aber... Weißt doch selber Bescheid, wie es ist. 10 Jahre. Da kommt eine neue. Ist doch eh umsonst, oder? Was ist umsonst? Was wird denn morgen in YouTube gestreamt? Sehe leider nichts, was da geplant ist. Da ist noch nichts geplant. Ich weiß noch nicht, was wir da morgen spielen. Auf der Liste stehen natürlich Ark. Es steht Fallout. Icarus warte ich den nächsten Patch auf jeden Fall noch ab, weil da kommt wohl ein Riesen-Patch, wo man Icarus nochmal komplett neu installieren muss, damit die Unreal Engine irgendwie in den Griff kriegen, stand in den letzten Patch-Notes. Und ansonsten... Weiß ich es tatsächlich noch nicht. Ich lasse mich inspirieren. Aber nach 10 Jahren sowas schon... Ja, deshalb meine ich ja, ich glaube, das war einfach so... Keine Ahnung, vielleicht keinen Bock mehr gehabt. Hallo Stebur. Habe heute die ersten beiden Folgen eures Podcasts gehört. Hab mich köstlich amüsiert und kann aus Altersgründen gut mit euch fühlen. Macht weiter damit, ist eine Bereicherung auf meiner Podcast-Liste. Vielen herzlichen Dank, Stebur. Das ist sehr freundlich von dir. Vielen Dank. Ab und zu wird mal mit Junior zusammengespielt, aber man darf es auf keinen Fall unterschätzen, von wegen Kinderspiel und so. Bin schon ein paar Mal unterwegs gestorben und musste nochmal los mein Zeug bergen. Eieiei. Ja, es sieht halt wie ein Kinderspiel aus, ne? Auch wegen Lego, aber Kampfsystem bleibt Kampfsystem. Das stimmt schon. Wolltest du morgen nicht mit Minecraft anfangen? Ja, auf Kick. Warte einfach auf Kick, auf meinen Stream. Da komme ich dann mit Minecraft um die Ecke. Sag, hallo Leute. Ich spiele heute zum ersten Mal Minecraft. Oh mein Gott. Und dann mit irgendwelchen Soundboards. Und dann quack, quack, baue ich irgendwelche Blöcke ab. Ja, nee. Minecraft interessiert mich spielerisch eher so, was die Kreativität so angeht und was man machen kann. Aber vielmehr interessiert mich dahinter, wie kann das so krass erfolgreich sein? Und deshalb würde ich mal wagen, da reinzuschauen, glaube ich. Einfach um zu gucken, was hat es damit auf sich? Was hat der richtig gemacht? Hallo, Old Man with Gun. Vielen Dank, das ist schön zu hören. Weiterhin viel Spaß. Siehst du, Archie, ihr freut sich auch. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, hat mein Kumpel zu mir gesagt.
Ist ja auch so. Ist ja auch so. Entweder du hast die richtige oder du findest eine andere Mutter mit einer anderen Tochter. Muss man eigentlich bei OnlyFans abonnieren für die Untertischkamera? Frage für einen Freund. Also hier sind zwei. Ja. Musst du. Tut mir leid. Hallo KTM-Treiber. Untertischkamera. Ach cool, dann bin ich mal gespannt. Bin gestern einfach eingeschlafen bei dem Stream, so entspannt war. Das ist doch toll. Wenn du einschläfst, kannst du ihn wenigstens nicht ausmachen. Nein. Aber ich schaue mir auch so Streams und so an, auch so DayZ-Sachen und dann denke ich auch so, ah, schön, jetzt so ein bisschen schlafen. Kann ich voll nachvollziehen. Heute wieder Vanilla, ja, absolut, ja. Stalker war ganz nett, mal reinzuschauen, aber das war ein bisschen zu sehr weitläufig irgendwie. Und hatte nicht die gleiche Atmosphäre für mich, ehrlich gesagt. Minecraft aber nur im Koop mit Wobra. Ja, davon müsst ihr ihn überzeugen. Wenn Wobra zustimmt, würde ich tatsächlich darüber hinwegsehen, dass ich jetzt das hier alles erstmal in Solo anfangen möchte und wird mit ihm Minecraft machen. Bandana. Was war das denn? So, zeig mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch ganz viel Munition, die irgendwie zusammenpasst, oder nicht? 35er. Ja, das stackt sich alles nicht so gut. Ist das das hier? Yes! Ja, das ist eigentlich alles, was ich mir vom Spiel wünsche. Eine Taste, mit der das alles automatisch passiert. Meh! Meh! Ja, einen tollen Montag. Ebenfalls Outman Gun. Hallo Fuma! Endlich wieder Daisy. Daisy. Da bist du ja! Ich hab dich schon überall gesucht. Okay. Scooter ist wieder auf Tournee. Ja, HP, den muss ich mal schreiben jetzt langsam. Aber ich hoffe ja immer, dass dann jeden Tag man endlich mal die Meldung kommt. Hunt Showdown, Engine Update. Und dann können wir wieder starten. Aber irgendwie hängt es danach im Event. Wie lange geht das noch? Ewig wahrscheinlich. Ich zocke zurzeit wieder Borderlands 3. Ist mein Lieblingsspiel, habe sogar Tattoo von Borderlands. Was hast du denn da? Das Logo oder Claptrap? Oder irgendwas, was keiner erkennt. Und du sagst dann so, jetzt auf der Gamescom, so, ja, guck mal, was ich hier für ein Tattoo habe. Und alle so, was soll das sein? FIFA? So, nein, nein, Borderlands. Was ist das? Na, das ist das versteckte Item nach 17 Stunden hinter der Kiste. Ah ja, okay, cool. Cooles Tattoo. Warte mal. Jagdzielfernrohr, das ist genau das hier. Beschädigt, abgenutzt. Okay, bringt mir nichts. Jagdmesser haben wir auch schon eins, glaube ich. Oder war das ein anderes Spiel? Demoliert, fantastisch. So machen wir es. Zack. Ja, so geht's auch von mir aus weiter. Volle 80. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Abo. Guten Abend. Das Logo von Borderlands 3. Okay. Das erkennt man, glaube ich, ganz gut. Hoppa. So, jetzt gucken wir mal eben, wo sind wir denn eigentlich hin unterwegs? Ja, gar nicht schlecht. Kann man durchaus machen. Hmph!
Schauen wir mal eben. Hier führen die Stromleitungen lang. Warte mal, morgen ist der 16. Ich glaube, am 18. kommt dieses Age of Water raus. Da bin ich gespannt, wie das ist. Manor Lords, was ich wahrscheinlich nur einmal hier auf dem Kanal irgendwie spielen werde. Am 26. Und das war es ja dann auch schon wieder mit Spielen. Ich weiß nicht, was im Mai rauskommt, was irgendwie sehenswert ist, aber auf dem Schirm habe ich, glaube ich, jetzt bis September, bis Stalker nichts weiter. Jetzt kurz mal schauen, was wir hier haben. Hier haben wir Wasser, 1 Kilo, das heißt, die Flasche ist voll. Wir haben, ich muss das mal so ein bisschen so sortieren, verpackte Munition, die 22er können, glaube ich, raus. Die hier. Wir haben 2 Feuerzeuge, 1 abgenutzt, 1 beschädigt. Den Entfernungsmesser können wir definitiv raushauen. Dann machen wir das einmal kurz so, damit wir hier so ein bisschen Ordnung haben. Da haben wir einen 4er-Slot frei. Ansonsten wird es auch schon knapp. Ja, das ist gut. Ist jetzt nicht der Anzeigen-Hauptmeister-Simulator rausgekommen? Wie soll der denn aussehen? Also der Typ muss doch auch irgendwie, das muss doch irgendein riesen Marketing-Gag sein, oder nicht? Das kann doch nicht. Also ist der wirklich echt? Ist der so entstanden und hat sich das so ausgedacht und ist jetzt tatsächlich dabei? Oder ist das irgendwie alles ein Riesenprojekt? Oh, 10 Minuten. So, für 10 Minuten. Jetzt muss ich mir gut überlegen, wo ich hingehe. In diesen Häusern ist eh nichts zu finden. Das wissen wir alle. Das ist ein ziemlich offenes Feld hier. Aber möglicherweise gibt es da irgendwas in dem Gebiet. Wir gehen mal hier rüber. Und gucken mal. Manor Lords, tolles Spiel, aber die Musik auf Dauer schwierig, finde ich. Wieso? Was ist das für Musik? Ist das nicht so Mittelalterzeugs? In 10 Minuten ist Red Dead 2 runtergeladen. Und dann spielst du es gleich? Die ersten 2 Stunden sind eh eigentlich nur weiß. Wieso was? Warte mal, was? Die Grafik soll gut sein? Überall Schnee. Die Musik auf Dauer schwierig. Nur dann macht man sie halt aus, ne? Ich ja sowieso fast immer. So, also in diese großen Häuser muss ich nicht mehr rein. Da ist nichts drin. Da war auch, glaube ich, noch nie was drin. Und von 100 durchsuchten Häusern war einmal ein Kragenkleid drin, deshalb. Aber da könnte es durchaus noch was anderes geben. In dem Ding hier. Ich glaube, irgendwas davon ist eine Schule, müsste ich sehen, bin ich der Meinung. Weil hier haben wir, glaube ich, auch so einen kleinen Fußballplatz. Zu sakral. Ah, ich verstehe. Ja, okay. Mhm. Sehr gut beschrieben. Und kann auch durchaus verstehen, dass das irgendwann nervt. Hallo, Genghis TV. Ich hatte das schon mal angespielt. Ich hoffe also, ich fange nach dem Tutorial. Ja, genau. Nee, das Erste, was kommt, ist, ah, tut uns leid, Archi. Spielstand gelöscht, löscht, löscht.
So, komm, gib mal irgendwas zu essen oder so. Ja, ich glaube, das ist hier die Schule. Hier haben wir nichts weiter. Der Server startet gleich neu, was gut ist. Aber bis dahin schauen wir uns hier drin mal um. Keine Ahnung, ob hier ab und zu was zu finden ist. Alles einfach leer. Sehr gut. Knockdown, hallo. Ja, ich befürchte es auch, ja. So wird's sein. Hier ist nichts. Komm, mach mal auf hier. Nix ist es. Wieso sind die größten Gebäude immer leer? Womit hängt das zusammen? Ist das eher so ein PvP-Bereich irgendwie, dass die sagen, ja komm, da könnt ihr euch bekriegen? Ah, eine Mütze. Hier überall nach Lehrerzimmer aus. Was? Findest du? Ja, stimmt, so richtig nach. Naja, obwohl doch, guck mal hier. Bisschen wenig. Also in meiner Klasse waren immer so mindestens 30 Personen. Und war eigentlich immer klar, Schulreihen hintereinander. Und irgendwann kam dann die Idee, wir machen so ein Hufeisen. Dann können wir jetzt angucken. Ich dachte so, nee. Da war nicht mehr wichtig, wer neben dir saß, sondern wer dir gegenüber saß. Und dann standst du da. Ich dachte, das ist toll. Lehrerzimmer war auch immer irgendwie so ein Mysterium, ne? Wo man so klopfen musste. Und dann standen alle irgendwie so wirr im Raum. Und dachte so, Moment. Lehrerzimmer. Ist auch so ein Wort, so wie Federmappe. Das ist meine Federmappe. Mit meinem Lami-Füller. Und den langen Patronen. Mit einem Tintenkiller. Die Ecken in den Zimmern kommen mir bekannt vor. Ja. Da stand man halt. Wie bei Blair Witch. Ja, bei uns war das so, aber es war in jedem Jahrgang, also in meiner Klasse war immer einer, der Probleme gemacht hat. Es war immer einer. Und der musste dann auch mal raus oder so während des Unterrichts. Es war immer nur einer. Es war niemals so, dass es so ein Duo war oder so. Problematisch war immer nur eine Person. Nehmen wir mal noch mit. Der Klassenclown, korrekt. Also entweder war das der Klassenclown oder der irgendwie so halt, wie heißt es? ADHS? Wie ist da das andere Wort für? Halt so eine Konzentration, so hyperaktiv war. Und dann halt so richtig, wo du richtig dachtest, so, weil als Schüler versteht man das ja noch weniger irgendwie, wo man dann in der 7. Klasse oder so ist, die dann so völlig freidrehen und du denkst irgendwie, Alter, was ist denn jetzt los? Ey, der hat gerade mal einen Corny gegessen, der hat mehr Energie als ich den ganzen Tag über. Das war schon krass immer irgendwie. Und wenn, und du wusstest, das wurde richtig ernst, wenn der Lehrer den dann am Oberarm so gepackt hat und rausgebracht hat. Dann wusstest du, okay, jetzt ist der, da ist jetzt eine Grenze. War schon krass. Der typische Stefan, der zum Direktor musste, ey. Knockdown, bei mir hieß der Original Stefan. Original. Klassenclowns sind ja lustig, na, unterhaltsam.
Aber irgendwie auch so ein bisschen traurig, ne? Man hat das gern mit angesehen, aber man dachte dann auch so, keine Ahnung, ob dem das jetzt so hilft. Ich bin in Chemie 3 Mal in einer Stunde rausgeflogen, immer wieder reingelassen worden und zack, nach 5 Minuten wieder. Was hast du denn gemacht, Archie? Hast du gesagt, ich weiß es. Dreieck. Der so, nein, das ist Chemie. Und so, Mist. Bist du wieder reingekommen. Summe, nein. Raus, Archie. Und du so, ach Menno, damit habe ich nicht gerechnet. Der Klassenpsycho. Na ja, gut. So haben wir es nicht gesagt, aber vielleicht. Komisch. In der 6. wurde ich noch mit dem Schlüsselbund vom Lehrer geworfen. Nicht cool. Das war bei mir aber auch so. Ich habe dann irgendwann die Grundschule gewechselt, weil das tatsächlich da ein Problem war. Schlüsselbund und Lineal auch auf die Finger noch und so. Warte mal, hier ist möglicherweise einer. Und dann haben mich meine Eltern da von der Schule genommen. Die Hausordnung abschreiben? Es war eigentlich immer so, er saß dann beim Direktor im Büro und musste still sein. Als ob das irgendein Unterschied ist, dass man beim Direktor sitzt, weil am Ende eh egal gewesen. Fall doch um jetzt. So. Fencheldestillat. Mein Kumpel hat gestern Lehrer gespielt für mich, weil ich arg zocken wollte und ich habe keinen Plan, wie das Spiel geht. Niemand, der das einfach so anfängt, hat einen Plan, wie das geht, weil das Spiel das auch gar nicht möchte. Du musst einfach dranbleiben und oder es dir erklären lassen. Hallo Dizzy Girl. Oder Kreide werfen. Oh, aber ich fand Kreide immer richtig faszinierend, ne? Diese grünen Pappboxen und die dann aufgemacht und dann ganz akkurat die Kreide drin. Oh, war ich ein Fan von. So, gleich kommt der Server-Neustart. Das heißt, wir können hier ruhig ein bisschen was trinken. Pausenhofordnung. Hattet ihr dann auch irgendwann so, weiß ich nicht, ob die einfach unterbesetzt waren, die Lehrer, wo die gesagt haben, naja, wir benennen jetzt ein paar Schüler und die bewachen den Schulhof. Da musste man da so rumlaufen und dann so tun, als ob man irgendwas zu sagen hat. Habe ich natürlich fantastisch gemacht. Tafeldienst. Ja, aber da ist bei uns dann so ein bisschen so der Wettbewerb entstanden, wer kann die Tafelseite am saubersten machen, sodass man keine Schlieren mehr sieht. Absolut fantastisch. Wann können wir dann mal wieder das Scum mit dir genießen? Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Vielleicht warte ich die 1.0-Version ab. Mal gucken. Ich sag mal so, wie es immer schön bei den Trailern im Kino heißt, demnächst. Du bist doch noch so jung, wie geht das denn? Wir haben irgendwann zurückgeworfen. Ja, naja, was heißt jung? Also vielen Dank. Trotzdem war das so, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum meine Eltern gesagt haben und auch andere Eltern haben das gesagt, das geht so nicht, weil das eben so ein bisschen altertümlich war, ne? So mit Gewalt und so, aber die Dame war auch sehr alt, die das gemacht hat. Tagesdienst war ich tatsächlich der Beste in meiner Klasse. Was ist denn Tagesdienst? Tagesdienst? Musstest du die Schule aufschließen, oder was? Schullotsen, sowas hatten wir zum Beispiel nicht, ne? Oder ich wurde nie gefragt. Achso, Tafeldienst meinst du? Tatsächlich der Beste. Mit so einer Urkunde an der Wand. Ja? Ja. Und dann standst du immer daneben so, das bin ich, ja, ich weiß. Wir haben dem Lehrer immer die Kreide nass gemacht. Oh, das war aber auch fies, auch wenn die noch ganz frisch gewischt war. Und dann haben die so geschrieben und du dachtest, da steht gar nichts. Naja, ist jetzt aber auch... Und dann, ja. Bei uns haben das die oberen Klassen gemacht, haben die natürlich gar nicht ausgenutzt. Ja, schon krass. Und schulstreichmäßig, war da irgendwas von euch? So, gab es das damals schon? Weil ihr alle sagt, das ist alles so lange her und so? Oder weil Schulstreich... Habe ich jetzt gerade irgendwo gehört, irgendwo hat eine Schule 100.000 Euro Schaden angerichtet, so eine Klasse?
Das kann schon eskalieren, ne? Wenn die Schüler dann irgendwie so denken, ja, wir können machen, was wir wollen. Und dann, bei uns war es tatsächlich, haben die das Auto von einem Lehrer mit Eiern beworfen und dann Klopapier rumgewickelt. Ums ganze Auto, auch richtig drunter und so. Eine Riesensauerei. Mit Öl eingerieben, die Tafel. War der richtige Rabauken. War auch bei der Aussicht so schön, die frechen Siebtklässler rausstellen in der Pause. So, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Nähset habe, wo ich gerade die Handschuhe sehe. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir uns da ein bisschen reparieren. Trink. Okay, das muss genügen. So, dann können wir gleich mal hier in die Hütte reingehen. Gib mir mal ein bisschen was. Ja, sowas zum Beispiel. Bratpfanne haben wir da. Ist nichts weiter. Den Trabi vom Physiklehrer so an die Mauer gestellt, dass er zum Kofferraum reinklettert. Eieiei. Das ist aber auch fies. Und wenn der dann so, weiß ich nicht, schon so 60 war oder so und gefühlt waren Menschen, die früher 60 waren, irgendwie älter, so rein so vom Optischen her. Und wenn die das da nicht gepackt haben, dann stehst du aber da. Dann kann er sein Auto wieder zurückschieben. Wie, tauschen geht nicht. Warte mal, habe ich keinen Platz mehr für das Ding hier? Wie? Was? Wer bist du denn? Jetzt vielleicht? Jetzt haben wir es doch. Gib mal den Käse hier, das essen wir gleich mal. Alles in allem war es trotzdem eine coole Zeit, damals in den End-80ern. Heute würde ich nicht nochmal in die Schule gehen wollen. Vor allem zur heutigen Zeit, ne? Zur heutigen Zeit mit Instagram und jeder weiß, was du machst und wer du bist. Und wenn du kein Instagram, Facebook oder sonst was hast, bist du nichts. Du wirst ständig verglichen. Halte ich auch für sehr schwierig. War noch recht jung und eine coole Socke. Er hat sich revanchiert. Ah, sehr gut. Das ist gut. Ja, coole Lehrer waren auch eher so eine Handvoll voll pro Schule, würde ich sagen. Was liegt da? Kartoffel. Ganz wichtig, dass Lehrer auch mal mit einem Streich umgehen können. Ja, komplett klar. Absolut. Aber es gab auch richtig krasse Spaßbremsen, wo du es richtig gemerkt hast, okay, alles klar. Wir brechen es ab, lass es. Hat keinen Zweck. Ich höre hier doch was.
Komm mal her. Komm her. Aua. Unser Rektor hatte immer einen Kasten Bier unter dem Schreibtisch. Der war immer voll, da ist nie eine Flasche weggekommen. Das ist natürlich kein gutes Vorbild, ne? Wir hatten aber auch das krasse Gegenteil, wo es da nochmal eskaliert ist. Ja. Weiß man nicht, ne? Wir hatten da eine Lehrerin, eine Englischlehrerin, die hat dann beim Abi-Streich... sind dann auch so Wasserbomben geflogen und so. Und dann habe ich erfahren, dass sie eine Wasserallergie hat. Was ich auch noch nie zuvor gehört habe. Eine Wasserallergie. Aber ja, also während der Schule denkt man natürlich, oh, Unterricht und so, kein Bock. Das Coolste ist immer die Freunde sehen bei der Schule, in der Schule. Fußball spielen, wenn man Sportunterricht hatte. Oder halt irgendwie was Cooles machen. Dann... die große Spannung, ich weiß nicht, wie das bei euch war, wenn man reinkam, gab es so einen Glaskasten und da standen dann die Vertretungsstunden dran, was ausfällt. Und dann entweder ist es dann wirklich ausgefallen, so Doppelstunde Kunst oder irgendwas, oder... oder es kam ein Vertretungslehrer, wenn man Glück hatte, war der cool. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich mir, war cool, aber so erwachsen sein und Geld verdienen und irgendwie so richtig leben, ist schon irgendwie ganz nett. Doch, da liegt was. Hallo. Morgen, Frühschicht beginnt. Oh, jetzt läuft er einmal rum. Wie man richtig sieht, wo er stehen bleibt, um die Kurve zu kriegen. Ja, komm. Das stört ihn gar nicht, dass ich ihn... jetzt haben wir es. Tja. Naja. Ja, das war halt dann auch immer überall dabei sein zu müssen irgendwie, ne? Wenn du halt irgendwie cool sein wolltest, warst du halt dabei. Dann war irgendwo nur so ein neues Internetcafé, war offen, da gab es dann abends Counter-Strike-Turniere, musstest du da sein. Musstest du deinen Eltern irgendwie erklären. Da hast du da gesessen, hast Counter-Strike gezockt. Warte mal, Arbeitshandschuhe, die sind schon abgenutzt, das passt ja noch. Wir hatten einen Werklehrer, da hat man noch die Abzeichen auf seinem gestärkten Kittel gesehen, grauenvoll. Krass, auf seinem gestärkten Kittel. So, ab der 8. wäre schon nochmal cool. Meinst du wirklich? Aber mit deinem heutigen Wissen. Mit deinem heutigen Intellekt, mit deinem Wissen. Naja, ich glaube, da wird man nicht lange durchhalten. Ich glaube, da wird man denken, oh Mann, was mache ich hier, ey? Dann vielleicht doch lieber komplett zurückgesetzt. Auf die Stufe so Interessensgebiete, die gleichen wie damals die Achtklässler. Psst. Nicht so laut. Mach mal, Archie. Die ist das voll. Hallo. Der 8. dann aber nur Klassenfahrt. Schule hätte ich so keinen Bock mehr drauf. Ich auch nicht. Nee.
Das sehe ich auch so. So dieses dahin und dann musst du da irgendwelche Ordner für jedes Fach haben und dann musst du pünktlich sein. Da musst du halt auch noch aufpassen zusätzlich, ne? Ist ja nicht einfach nur so mit Kumpels rumhängen, sondern da musst du noch richtig aufpassen und dann fragen die dich irgendwas. Und immer wenn du am wenigsten gewusst hast, was die Antwort war, bist du rangekommen. Wie Magie war das? Und du dachtest so, ich weiß es gerade wirklich nicht. Und dann strahlt man das halt irgendwie aus. Aber das wusste man damals noch nicht. Mit dem heutigen Wissen wüsste ich ohne Probleme, wie man das irgendwie verschleiert, dass man was nicht weiß. Einfach ganz nervig melden. Und der größte Trick, ganz vorne sitzen. Man dachte immer, wenn man hinten sitzt, wird man nicht rangenommen. Falsch, der Lehrer guckt immer nach hinten. Die, die ganz vorne saßen, waren immer safe. Den Fehler würde ich nicht nochmal machen. Ganz vorne, erste Reihe. Und irgendwann kam dann mal so ein Blick nach unten. Ach ja, ihr seid ja auch noch da. Klassenfahrt war immer so cool. Ja. Ich überlege, wo unsere Klassenfahrten hingingen. Prag. Wieg auf Föhr. Das war's schon fast. Dann war so ein Austauschjahr, Halbjahr, irgendwas in Frankreich. Da habe ich aber nicht mitgemacht. Meine Lehrerin. Was? Da machst du nicht mit? Ich so, nee, ich kann nicht. Tut mir leid. Wieso? Was ist denn? Limp Bizkit kommt nach Deutschland. Ich würde gerne aufs Konzert. Ey, man muss Prioritäten setzen. Hallo, Yannick Smith. Ja, Fuchteln und Fingerschnippen. Ja, total. Und den Arm, den man hochhebt, so festhalten. So. Dann sich so drehen. Kommst du nicht ran? Ist einfach so. Dann sagen die so: Oh Mann, er wieder. Ja, du da hinten, der sich nicht meldet mit der Mütze auf und dem Kopf auf dem Tisch. Du musst das wissen. Aber klar, im Nachhinein checkt man auch jetzt erst so richtig. Die haben natürlich die rangenommen, damit die irgendwas, irgendeine Info von denen kriegen, womit die dann am Ende die Note zusammenfügen können, ne? Wenn die keinen Bock haben, immer nicht rangenommen haben, haben die am Ende auch keine Grundlage, jemanden zu beurteilen. Außer Klassenarbeiten. Und entweder wollten die einen retten, haben gesagt, der hat nur Vieren geschrieben, vielleicht kriegen das auf eine 3-. Aber von nichts kommt nichts, ne? Musst du was sagen. Schule war die schönste Zeit in meinem Leben, super Leute in meiner Klasse. Krass. Das ist krass. Ich würde sagen, jetzt ist die schönste Zeit meines Lebens. Und Schule war cool, keine Frage, aber wenn ich so zurückdenke, so. Ah, da bist du ja. Schon wieder. Ist doch super. Bei uns ging in Harz oder ins Elbsandsteingebirge, aber auch schön. Das hätte ich fast lieber als Prag gesehen. Ah, fantastisch. Grad verbraucht, wieder was Neues da. Nein. Warte mal, wo ist denn die jetzt? Ah, hier oben. Dry. So. Erste-Hilfetasche nehmen wir auch gleich mit. Bei mir die Lehre, alles super, Leute. Das kann ich schon eher nachvollziehen. Ja. Was denn jetzt? Notfall oder was? Klassenfahrt waren wir auch immer in Tschechien, war halt am billigsten, ja. Ja, war ja auch irgendwie cool, aber da hat man halt irgendwie gefühlt am wenigsten Interesse an der Kultur eines Landes und der Geschichte. Also, wie oft ich irgendwo stand und dachte so, ja, jetzt ratter halt dein Referat darunter. Es ist okay, mach's halt irgendwie, weil du es halt irgendwie musstest, ne? Aber so richtig spannend gemacht war es halt dann irgendwie doch nicht.
Als Teenager war Harz nicht so spannend. Ja, ja, kann ich auch verstehen, ja. Stimmt. Hast du durchaus recht. Ja, aber das war das, was dann in Prag interessant war. Bars, Clubs oder Discos, wie es damals hieß. Oder Laser, wie heißt es hier? Nicht Paintball, sondern Lasergun? Oder wie heißt das denn? Das durfte man dann nicht machen. Du hattest dann 2 Stunden Zeit in Prag an der Karlsbrücke und dann, wir treffen uns in 2 Stunden wieder hier und dann bist du irgendwo hingelaufen, weil du überhaupt nicht wusstest, wo du warst. Und am Ende bist du in irgendeiner Kirche gelandet. Dachtest du, ja komm, sitzen wir uns hier hin und warten. Baseballmütze. War 3 Jahre im Land Brandenburg im Internat und Berufsschule, nur am Wochenende zu Hause. 3 Jahre, krass. Das ist krass. Da sind ja nochmal 2. Mach mal schnell. Lasertag, dankeschön. Oh Mann, ey. Lasertag, das ist es doch. Ganze Woche ohne Eltern, aber man lernt da auch selbstständig zu werden, was vielen Jugendlichen heutzutage fehlt. Das denke ich auch, ja. Ja, stimmt schon. Ja, 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 ja. Hab's auch schon mal im Podcast in der letzten Folge, ich glaube in der aktuellsten Folge erzähle ich davon, wie ich einen neuen Kollegen habe, den ich einarbeiten musste und der auch so überhaupt nicht weiß, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mal gucken, was kommt und so. Ich wohne noch bei meinen Eltern, was ja auch völlig okay ist, aber so gefühlt war so die Einstellung so, naja, wenn ich mit 35 mich mal informiere auf Google, dann reicht das auch irgendwie. Das ist schon krass, aber ich denke auch einfach, dass die Zeit sich so geändert hat. Ne? Man muss sich halt nicht mehr so festlegen. Man kann halt irgendwie sich so ein bisschen treiben lassen und gucken, was kommt. Also ich habe ja auch durchaus, also gerade jetzt, und da sind ja viele von euch Zeuge von geworden, mache ich ja was ganz anderes als das, was ich irgendwann mal machen wollte. Und da war es auch irgendwie egal, was man mal studiert hat oder so. Aber früher, so wenn ich an meinen Opa denke, hast du Ausbildung in einem Unternehmen gemacht und da warst du dann. Und dann warst du das dein Leben lang. Und über Jobwechsel, das hat halt so irgendwie nicht stattgefunden. Zumindest hat keiner darüber gesprochen. Du warst mit der Firma verheiratet. Noch eine Battery? Ich dachte, du bist schon umgefallen. Ah, jetzt. Nee, doch nicht? Was ist das denn? Nee. Elsterwerder. Das wird immer mehr, ja. Ich denke, das wird sich alles anpassen. Also ich glaube, wenn man irgendwie aus so einer Zeit kommt, Mrs. Banapfel? 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 Willkommen. Vielen Dank. Ich denke, das wird sich alles irgendwie so fügen. Und dann wird man das gar nicht so mitbekommen, dass das so dramatisch ist, wie man das dann jetzt so empfindet, wenn man aus einer anderen Zeit quasi kommt. Und das kann ja einfach nur 10 Jahre Unterschied sein. Dann ist es halt so. Dann werden Firmen irgendwie ihre Varianten ändern oder aus der Politik kommt dann irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, war da nicht letztens irgendwie so ein Vorschlag für irgendeine Anpassung wegen irgendwas und dann wird die Ausbildungszeit halt verkürzt und besser bezahlt und dann sagen alle 1,5 Jahre statt 3 und doppeltes Gehalt mache ich, weil ansonsten kriegen die gar keinen mehr. Hallo, Mrs. Banapfel. Ja, weiß ich nicht, wie wird denn der ausgesprochen? Mrs. Banapfel. 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 Banapfel.
Der Server ist Vanilla Official PvP PvE. Ban-Apfel. Bin in der Politik, also auf kommunaler Ebene. Ja, Yannick, dann let's go. Dann starte doch mal was. Und sag ihr, sie brauchen Azubis? Hier ist mein Konzept. Weil anders wird es, glaube ich, nicht gehen. Keine Ahnung. Also gefühlt, aber ich bin da auch nicht so im Thema. Ich kann immer nur von dem sprechen, was ich so um mich rum mitbekomme mit so jungen Leuten. Die Tür unten ist offen, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass hier nicht zu viele reingelatscht kommen. Noch ein Shotgun. Ban-Apfel, okay. Das letzte ist richtig. Yes! Hab mir nie gereicht. 3 Berufe und 20 Jahre selbstständig und jetzt ist Rente angesagt. 3 Berufe, 20 Jahre selbstständig. Krass. Wir waren Leute aus der Ecke Bautzen, Dresden, Pirna bis hoch zu Cottbus, Berlin und Frankfurt. Soll ich auch reinkommen? Also, Ban-Apfel. Also komm ruhig auf den Server, aber ich spiele grundsätzlich eher Solo. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl hier in NRW. Bewerbe mich für den Listenplatz für den Stadtrat. Herr Baron. Mama hat mir gebracht, geschmorte Hühnerherzen mit Kartoffelknoblauch und bei Essen dich gucken, man kann den Tag abschalten. Warte mal. Geschmorte Hühnerherzen? Höre ich da Osteuropa raus? Geschmorte Hühnerherzen? Was ist denn jetzt los? Hallo, Bobby TV. Schade, ich dachte, ich komme darüber. Endlich erwische ich dich mal live. Ich bin fast jeden Tag live. Das muss an deinem Job liegen, Bobby. Was ist denn da los? Sprich doch mal mit deinem Chef. Kommt der hier rüber? Nee, auch nicht, ne? Jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich hier bin. Im Grunde will ich da lang, aber es sieht fast nach Wasser aus da drüben. Spielt jemand von euch Klavier eigentlich? Mama ist die Beste. War mit ein paar Playlisten von dir beschäftigt, sie zu gucken. Ah, vielen Dank. So, was? Am Leben seit 17 Stunden. 17 Stunden schon. Das ist ganz gut für meine Verhältnisse. Gar nicht schlecht. Nur den Flohwalzer. Ey, das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Alter, meine Entchen? Ja, haben wir schon 2 Lieder. Ist fast ein Konzert jetzt. Ich kann leider gar kein Instrument in irgendeiner Weise spielen. Außer Maus und Tastatur. Geschmorte Hühnerherzen.
Wir hatten in Musik damals alle noch unsere Flöte mit? Wirklich? Ich habe ihn noch nie gehört. Wir haben immer nur Lemon Tree gesungen. Geschmorte Hühnerherzen mit Kartoffel und Knoblauch. Für Elise, okay. Okay, ja. Wir kommen der Sache näher. Ja, wir sind hier am... Warte mal, wenn wir hier ganz im Osten sind, wie machen wir es dann? Gehen wir... Wieso kann ich das nicht öffnen? Habe ich jetzt schon wieder keinen Platz? Ich muss aufhören, Zeug einzusammeln. Jetzt geht's. Jetzt sagen wir, gehen da lang. Ich komme aus Kasachstan, wir essen sowas gerne. Was? Geschmorte Hühnerherzen. Kann sehr gut nach Noten spielen, habe 4 Jahre ein Instrument gespielt. Hallo Maki. Ein Instrument. Welches Instrument hast du denn gespielt? Musik immer eine Eins. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was ich in Musik hatte. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die Anforderungen waren bei Musik, ehrlich gesagt. Also man saß da und dann hat man irgendwie... Also ich weiß auch gar nichts mehr. Die Frau hieß Frau Ballentin und wir haben Lemon Tree gesungen. Aber dass ich sagen könnte, ich habe da irgendwas gelernt, könnte ich jetzt wirklich nicht behaupten. Also nicht mal irgendwas Grundlegendes, woran ich mich erinnern könnte. Hast du die Militärcontainer gesehen? Sind nicht weit entfernt von deiner Position. Nee. Ich hoffe, in diese Richtung hier irgendwo. Tenorhorn? Noch nie gehört. Musikunterricht 10. Klasse. Alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt bitte hoch und holen sich einen runter. Das hat Frau Ballentin immer gesagt. Hatte auch immer eine einzelne Musik, bis es dann schriftlich wurde und um Noten ging. Ja. Ich kann nicht mal sagen, ob ich überhaupt Noten gelernt habe. Ich weiß es wirklich überhaupt gar nicht mehr. Als hätte es nicht stattgefunden. Ich sehe den Raum noch vor mir. Der hatte sogar so eine kleine Bühne. Aber... Usoman. Usoman. Zieh mal ein bisschen weg von hier. Im Grunde haben wir ja auch alles, ne? Wir schauen jetzt einfach nur, wie lange das hält. Die Noten kann ich heute noch lesen. Das ist viel wert. Ich glaube, das ist viel wert. Wenn du irgendwo bist, du hast irgendwann mal Klavier spielen gelernt und dann bist du in so einem Restaurant, da ist eins und dann so, kann einer von euch spielen, so zum Spaß? Und du dann so, einen kleinen Moment, und dann sitzt du dich daran und spielst irgendwas. Mein Vater und mein Bruder sind Musiker, ich habe da irgendwie nichts abbekommen. Ja. Musiker.
In 2 Wochen geht es wieder nach Kasachstan Urlaub machen mit Bruder. Das heißt 3 Tage mit Auto fahren. Mit dem Auto. Krass. Wie das ABC. Krass. Mit dem Auto nach Kasachstan. 3 Tage. Ja, Marki, dann könntest du es ja im Grunde jemandem beibringen, oder? Mein Bruder hasst es zu fliegen, deshalb mit Auto und das heißt auch im Auto schlafen. Ach so. Oh. Hätte ja durchaus sein können, dass ihr irgendwie ein Hotel dann bucht oder so. Auto schlafen zu dritt. Ach nee, nur mit Bruder 3 Tage. Ah ja, nee, jetzt habe ich's. Na gut. Kommt aufs Auto an, ne? Das ist ja ein Riesenauto. So ein VW-Bus. Kommt der hinterher? Er hängt da fest. Mit dem Herrn Baron die Flötentöne beibringen. Ganz recht. Und irgendwann sage ich habe keine Lust mehr. Spiel mir was vor. Am besten Werbejingles. Mich kotzen ja schon 3 Stunden Autofahrt. Naja, kommt drauf an, was das Ziel ist, ne? Wenn du natürlich dann Urlaub am Horizont siehst. Dann ist man halt bereit, das zu machen. Aber mit dem Auto ist schon krass. Dem Auto nach Kasachstan. Hallo, Dreschto. Mein Sohn ist 3 und kennt mehr Lieder als ich. Wie, du meinst mehr Lieder im Sinne von, er kennt mehr Lieder aus dem Radio und auswendig? Oder er kann schon da irgendwas von tatsächlich spielen und umsetzen? VW Camper mit Dachzelt. Ja, dann ist ja Abenteuerurlaub, bis du da bist. Und dann wieder Abenteuerurlaub zurück. Fantastisch. Ja, Marki, guten Abend, du Lecke. Oh, mit so einem Dachzelt und dann regnet so. Oh, fantastisch. Dresto, vielen Dank für den Follow. Beil haben wir schon. Wir verschwinden jetzt mal hier im Wald. Schnappen uns unser Gewehr. Sehen zu, dass wir hier wegkommen. Schädelbasisfraktur, guten Morgen. Hallo Pipo Kiel. Heute keine Stalker-Matte? Nö, die war nicht so berauschend, finde ich. Also, wenn Walking Simulator, dann schon Vanilla irgendwie. War cool gemacht, keine Frage, aber hat für mich nicht die gleiche Atmosphäre gehabt wie Vanilla, ehrlich gesagt. Und lang in der Gegend rumlaufen können wir ja wohl am besten hier. Kann ich vollkommen verstehen, ja. Airfield gefunden? Nope. Aber warte mal, wir sind hier ganz im Osten. Und das ist ja sehr zentral, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Jetzt gehen wir.
Ja, doch. Wir probieren es einfach mal. Ich lasse mich so treiben. Ich kann tatsächlich mehr Lieder singen und mit der Spielzeugtrompete rennt er auch schon rum. Oh, da kündigt sich was an. Da kündigt sich was an, ne? Aber als Kind bist du halt auch so krass aufnahmefähig, ne? Also was ich heute noch an Werbejingles und so auswendig kann, ist einfach der Wahnsinn. Du speicherst ja alles ab. Dein Gehirn ist noch so ganz, ganz befreit. So einfach was? Dahlmeier pro domo, vollendet veredelter Spitzenkaffee, zack, abgespeichert. Warst ja schon relativ nah. Ja, ich habe mich einfach mal treiben lassen, bin einfach mal irgendwo hingelaufen. Aber auch da finde ich ja dann nur irgendwelche Waffen und dann laufe ich ja auch nur wieder weiter. Also ich kann schon durchaus Leute verstehen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt 1000 Stunden Vanilla gespielt, ich brauche jetzt mal was anderes, weil mir macht das Spaß, hier so rumzulaufen und einfach nur möglichst lang zu überleben. Aber ich kann mir vorstellen, für PvP-Leute und so ist es das Wichtigste, die besten Waffen hier zu finden. Morgen nochmal frei und Mittwoch geht es in die Spätschicht. Eieiei. Wochenende, Nacht. Was du immer am Malochen bist, das ist echt der Wahnsinn, ey. Auch deinen Urlaub nochmal zurückziehen musstest und so, war das nicht so? Das Gehirn ist noch jungfräulich, ja? Es ist wirklich, wirklich eine fast leere Festplatte. Ja, ja, krass. Also. Eieiei. Was zu essen. Wer isst mal so kleinen Kram? Hier sowas zum Beispiel. Öffnen. Das hat gut getan. Ronald McDonald und der Hamburger-Klau? Was? Das klingt wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge. In Japan heißt Ronald McDonald Donald McDonald. Damit sie es besser aussprechen können. Wieder was gelernt. Bunter Hund, vielen Dank für den Prime-Sub. Jetzt schon 2 Monate. Vielen herzlichen Dank, bunter Hund. Nee, das war die McDonald's-Werbung aus den 90ern. Ach, mit dem Dings hier. Ja. In meinen freien Tagen habe ich Fußboden verlegt in meiner Küche. Oh. Kommst du überhaupt irgendwann mal zur Ruhe? Ich meine, gut, wenn man das für sich selbst so macht, dann ist das halt nicht so Arbeit, ne? Dann ist das schon irgendwie so, ich will es schön haben, aber alter Verwalter. Soll ich machen? Ja. Einfach mal nichts machen? Marki, ist das eine Option für dich? Ist das so, kannst du so sagen, ey, heute ist Sonntag, heute mache ich nichts. Heute setze ich mich auf die Couch, guck 4 Clint Eastwood-Filme, esse das ungesündeste Zeug, was ich finde und abends gehe ich pennen. Oder hast du dann so den inneren Drang, sowas zu machen? Das kann ich mir vorstellen, wenn man viel arbeitet, dann ist man da halt so sehr aktiv auch, ne? Fall um. Ja, eine Mütze. Da war noch einer, glaube ich. Oder habe ich das... Ach nee, da ist er.
Ein Jagdrucksack, 63, warte mal, wir haben den 80er und der ist abgenutzt. Ich wollte mal schauen, ob wir ein Neset dabei haben. Haben wir Niet. Sonst nur auf Arbeit, ja, krass, heftig, ey. Ich hoffe, dass das sich für dich lohnt, wirklich. Wie ist er denn drauf? Zimmer. Sonntag ist mir heilig, da mache ich nichts. Ah, fantastisch, okay. Das ist gut. So, das ist durch. Gucken wir mal, haben wir sonst noch was? Nehmen wir das Messer vielleicht, oder? Beil. Na, machen wir mal so und das auf die 1. Das ist doch auch nicht ganz verkehrt. Dass hier 30 Leute drauf sein sollen, es ist verdammt still. Ja, jetzt ist schon der 15. April. Gleich haben wir haben gleich Mai. Gleich geht der Sommer los. Und ehe wir uns versehen, ist schon wieder Herbst. Das wird sich anfühlen wie nichts. Und dann stehe ich hier im Stream und sage, Leute, ich habe heute zum ersten Mal Lebkuchen im Laden gesehen. Ist, glaube ich, wieder fast ganz im Osten. Was? Wie geht das denn? Fast ganz im Osten. Und da sind wir doch gekommen. Maki, vielen herzlichen Dank für ein Bit. Glüdeling. Glüdeling. Bitte ein Bit. Oh. Das sieht doch ganz gut aus hier. Oder nicht? Ich weiß, wo du bist. Ich hoffe nicht ganz im Osten. Komm her, du Lurch. Das geht schnell. Noch einer? Oh Gott, was geht hier ab? Vielen Dank fürs verschenkte Abo an Träumebär Marki. Vielen herzlichen Dank. Godusop, Godusop, willkommen. Immer noch nicht. Es langt. Feldweste, zeig mal her, was haben wir denn hier? Feldjacke? Feldweste beschädigt? Demoliert. Ich höre hier noch jemanden. Ja, definitiv. Aber das ist gut. Zwischen Gorka und Berenzino. Hallo, wie geht es euch? Bin der Neue hier. Hast YouTube? Wenn ja, da kriegst du auch dann ein Abo. Ja, also in erster Linie habe ich YouTube und hier bin ich eigentlich nur so jeden Montag. Vielen Dank. Müsste in der Info stehen, in der Kanalinfo hier. Komm mal her, da drüben ist noch einer. Ja, am Ende läuft man ja sowieso die ganze Zeit irgendwie im Kreis, ne?
Warte mal, die können wir noch mitnehmen. Zum Spaß mit Rauchgranaten. Makellos, ne? Das ist mir auf jeden Fall lieber als ein kaputtes Ding hier. Zeig mal her. Schallgedämpft. Sam Fisher-Style. Machen wir. Was ist mit dir? Mach mal schnell. Mach mal schnell. So, jetzt zu dir. Sehr gut. Sally, bist du auch auf YouTube? Was? Bist du auch auf YouTube? Alles klar, fragt er mich. Du fragtest dich? Ja. Oh, ein Schuss. Wir schleppen ein bisschen zu viel Zeug rum. Makelloser Reis, halbes Kilo. Munition können wir ja mal vielleicht auspacken. Ausgepackt. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt geradeaus querfeld einläufst. Also nicht geradeaus, sondern querfeld ein. Wir laufen mal. Wir laufen mal ein bisschen. Maki, vielen herzlichen Dank für 200 Bits, 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 Bits. Vielen Dank, Maki. Oh, ich muss was essen. Eieieiei. Ja, komm, gib mir mal den Honig hier. Oder ist das Marmelade? Nee, Honig. Und danach kommt schon Bielefeld-Eier dann. Hallo Gibi. Danach kommt schon Bielefeld, so als wäre es das Ziel im Spiel. Daisy Bielefeld Edition. Sie glauben, Sie wissen, wie Zombies aussehen? Falsch gedacht. Ah, wie viel können wir davon essen? Einfach so Honig. Lass uns mal dabei. Tanke. Ja, gucken wir mal. Am Ende läuft man ja eh nur immer im gleichen Gebiet rum. Also ich meine, ob ich da jetzt auf dem Airfield rumturne und mich wahrscheinlich töten lasse oder hier einfach so ein bisschen. Wir gehen jetzt mal hier hoch. In Berenzino. Marki, vielen Dank fürs verschenkte Stufe 1 Abo an KTM Treiber. Vielen Dank, Marki. Marki hat insgesamt 83 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Absolute Ehre, Marki. Vielen herzlichen Dank. So viele coole Orte, die man erkunden kann. Ja? Ist das so? Ist DayZ auch was für Anfänger? Überlege es mir zu holen, aber weiß nicht, wie das ist für Anfänger. Ich bin ja auch noch Anfänger. Also ich glaube tatsächlich, wäre es nicht verkehrt zu wissen, was man alles machen kann. Also du kannst dir hier selbst Sachen herstellen und basteln. Ich glaube, wenn du so ein Grundwissen dir irgendwie aneignest, entweder durch solche Streams oder durch irgendwelche Guide-Videos, die 15 Minuten gehen, kannst du da auch als kompletter Anfänger was mit anfangen. Aber so grundlegende Sachen musst du dann entweder frustig selbst herausfinden, weil das Spiel sagt dir das nicht. Oder du probierst halt rum, aber also... Weißt du, wenn du so ein bisschen wenigstens grob weißt, was machbar ist,
glaube, dann fällt es einem ein bisschen leichter, was man auf Stofffetzen herstellen kann und so weiter. Dass die Temperatur eine Rolle spielt so ein bisschen, dass du nicht frieren solltest und Blutung stoppen und so weiter und Essen trinken und Krankheiten. Ist denn irgendjemand gerade dabei, der nicht subscribed ist, der jetzt schon Werbung hatte? Mich interessiert das wirklich, weil ich die Werbung eigentlich deaktiviert habe. Ich habe es am Anfang des Streams schon mal gesagt. Ich muss es irgendwie herausfinden. Normalerweise kriege ich dann hier auch eine Einblendung, Werbung läuft in so und so viele Sekunden. Das habe ich bisher nicht gehabt. Wäre natürlich cool, wenn das tatsächlich funktionieren würde. Keine Werbung, ja krass. Super, vielen Dank, Bobby. Vielleicht klappt das ja. Super, sehr schön. Nur am Anfang. Ja, das scheint ja dann wirklich normal zu sein, wie du sagst. Oh, hier sind ja einige. 3, 4. Eieiei. Wir gehen mal lieber rüber hier. Der Schuss kam von da drüben irgendwo. Außer Peterle. Der gute Peterle. Ja, die Werbung bei Twitch, die lohnt nicht. Die lohnt nicht dafür, dass das für euch so ein störendes Ding ist. Bei YouTube ist das was anderes. Da ist das ein Großteil meiner Einnahmen. Aber hier ist das, glaube ich, einfach nur lästig. Ohne Resultat für mich, meine ich. Als Abo-Inhaber gibt es keine Werbung, genau. Aber hier sind ja einige, die keins haben und wenn die keine Werbung bisher hatten, in den letzten 20, 30 Minuten, dann ist das schon mal ein gutes Feedback. YouTube habe ich Premium, ich auch. Aber das ist wirklich, ich weiß, das ist so völlig unnötiges digitaler Luxus so, aber ey, einfach ein Video anklicken und es geht los. Und das wird nicht unterbrochen, es geht einfach los, wirklich fantastisch. Keine Werbung. Der Chat ist ja echt super hier. Also ich muss wirklich sagen, und ich streame sehr viel mehr auf YouTube und da schauen auch mehr Leute zu. Der Chat und die Community, die sich hier versammelt hat, ist wirklich absolut einzigartig. Ich war noch nie bei irgendeinem Livestream, lass es deutschsprachig oder englischsprachig sein, dabei, wo sich alle so benommen haben und so nett zueinander waren und wirklich sowas Familiäres inzwischen aufgebaut haben, dass die sich grüßen und fragen, wie geht's, und die wissen, wie es dem gesundheitlich geht und so. Also wirklich, das kann ich wirklich nur unterschreiben. Das ist so krass hier. Und dadurch macht das auch so viel Spaß für mich, hierher zu kommen. Und man kann schon grob einschätzen, wer welchen Humor hat und so. Und man kann sich gegenseitig so ein bisschen auf den Arm nehmen und so. Das finde ich wirklich super. Also wirklich Chapeau, lieber Chat. Hallo, da Fuchte. Eine Lecke. Ist eine Lecke. Archie, was soll das denn sein? Archie, ich dachte, du bist Cowboy in Red Dead und nur im Lurk. Ein Herz für den Chat, ja, absolut. Ich bin sehr viel auf Twitch unterwegs und kann dir nur zustimmen. Ja. Finde den Chat hier aber auch auf YouTube super, würde sonst nichts posten. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Wenn man irgendwie
irgendwie so ein bisschen Sorge haben muss, dass dann gleich irgendjemand irgendwie dumm kommt oder so, wenn man irgendwas schreibt. Aber hier ist das ja wirklich, wirklich einmalig irgendwie. Was war das? War das ein Grafikfehler? Ah, die Sonne. Marki verschenkt ein Abo an Godusop. Vielen herzlichen Dank, Marki. 84 Abos schon verschenkt auf diesem Kanal. Marki, vielen, vielen Dank. So geht's mir auch. Schön, schön. Ja, was spiele ich morgen? Ich habe irgendwie schon noch Bock, Fallout ein bisschen weiter zu spielen, ne? Irgendwie, soweit wie ich da jetzt bin, war ich noch nie bei Fallout 76. Und irgendwie würde ich schon gern wissen, kommt da noch ein bisschen was? Ich habe vorhin ein bisschen gespielt, so hier und da eine Quest angenommen und so diese kleinen Sachen gemacht. Ich sollte dann so ein Steak braten und so. Da dachte ich, ja komm, mach das mal eben schnell. Aber es reizt mich schon irgendwie. Mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, Ark. Und wenn ich morgen ein Spiel gefunden habe, habe ich immer noch Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag, dem ich mir aussuchen kann, was ich spiele. Also jede Menge Zeit auf jeden Fall. Hallo, Pater Johnson. Fallout 76, mega geil. Ja, glaube ich halt auch. Marki, vielen Dank fürs verschenkte Abo an Bobby TV. Vielen herzlichen Dank, Marki. Das ist das 85. Abo. Unglaublich. So, wo war denn jetzt dieser Schuss hier? Der hat einmal geschossen und das war's. Falls es noch nicht jeder mitbekommen hat, Fallout 76 gibt es aktuell kostenlos über Prime Gaming. Korrekt. Das kam gestern schon richtig. Hallo Doc Docky. Herzlich willkommen. Interdentalraum 24, vielen Dank für 100 Bits, 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 Bits. Archie baut bestimmt gerade einen Schneemann. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Hey Sully, würde dich hier auch gerne abonnieren, aber leider sagt Twitch, dass meine E-Mail-Adresse nicht gültig wäre. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Hast du bei Twitch deine E-Mail verifiziert? Oder, also das ist ja mal das Erste, was da steht. Stimmt die E-Mail-Adresse, die du eingegeben hast, mit jedem Punkt und jedem Komma und was da nicht noch alles drin steht? Weil ansonsten, das habe ich noch nie gehört, dass das bei Twitch nicht geht. Obwohl, warte mal, hat Träumebär nicht mal irgendwas gehabt mit Twitch und E-Mail oder so? Irgendwie war mir da gerade so. Im Game Pass ist es auch. Marki, vielen Dank fürs verschenkte Abo an David. Vielen herzlichen Dank. Da hast du es. Danke dir, Marki. Ich lade auch gerade Fallout 76 auf Xbox. Ey, Bethesda musste auch gerade stehen und denken, oh mein Gott, wie viele Leute das gerade wieder spielen. Aber ja, man will es halt irgendwie jetzt doch wieder wissen, ne? Träumebär, vielen Dank für 50 Bits und Prost. Prost, vielen Dank, Träumebär. Es gibt einfach Dopamin als Währung, mega geil, ja. Konnte ich mir aussuchen. Komm, wir gehen mal hier rüber, hier ist noch ein kleines Dorf. Ich kann keinen Kanal auf YouTube erstellen. Würde so gern öfter im Chat teilnehmen. Oh, ich weiß gerade gar nicht, muss man zum Erstellen eines Kanals eine Gmail-E-Mail-Adresse haben? Ich bin gerade gar nicht sicher. Hallo? Hallo Nachbar. Warte mal, habe ich das Messer? Ja. Da ist schon der nächste. Wir gehen mal schnell ins Haus hier. Klar, das ist mir gerade für die Xbox runter, nur das, nur wegen der Serie. Prost, Marki. Was gibt's denn heute, Marki? Uso? Bleibst du dem Titel des Uso-Manns treu? Oh, warte mal, was haben wir hier? Ja, komm mal her. Sehr gut.
100 Gigabyte ist schon groß. Ja, dafür, dass es so aussieht, finde ich allerdings auch. Ach da. Mensch, sag doch was. Oh, warte mal, das ist noch jemand? Komm mal hier rüber, bitte. Wir kämpfen wie echte Zombies. Das war das. Wie immer, Uso, sehr schön. Pater Johnson, vielen Dank für ein Follow. Pater Johnson. So, da haben wir einen Helm. Sieht weiterhin ganz gut aus. Nee, Set wäre echt nicht verkehrt. Wir können natürlich, obwohl bei das, ja doch, die Weste ist ein bisschen dran gegriffen. Ah, wir nehmen es jetzt mit. Dopamin kickt. Geh mal in die Twitch-Einstellung, guck, ob deine E-Mail-Adresse verifiziert ist. Ja, genau. War bei mir damals ziemlich. Ja, richtig. Dann erinnere ich mich ja richtig. David, die wollen wissen, ob du echt bist. Wegen der Serie spiele ich wieder Fallout 4, brauche aber erstmal 2 Tage, um mir die passenden Mods auszusuchen. Ich habe gerade heute auch Fallout 4 installiert und mir so ein Video angeschaut, wo jemand so nur grafische Mods so ein bisschen vorstellt. Und da dachte ich mir so, ja krass, das kann richtig gut aussehen. Ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre alt und so, aber bin ich auch gespannt. Aber dauert halt ein bisschen, ne? Auch das Installieren am besten mit so einem Mod-Launcher und Manager irgendwie. Gucken wir mal, was da noch so kommt. Aber ja, ich glaube, einen größeren Push für die Fallout-Serie, also die Spieleserie, hätte es nicht geben können, als diese Folgen daraus zu hauen. Also ich bin echt, ich auch. Nur 2 Tage. Fallout 4, die Serie. Es gibt die Fallout-Serie jetzt auf Amazon, ja. 7, 8 Folgen oder so. Muss jetzt meine Frau zu Bett bringen, wünsche noch viel Spaß und danke für die Unterhaltung. In der Dentalraum. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Mod Organizer 2 kann ich empfehlen. Hallo Spitzi. Acht Folgen und jede Folge ein Genuss. Das sollte so auf dem Werbeplakat davon stehen. 8 Folgen und jede Folge ein Genuss. Mit Krombacher. Fallout ist Kindheit, da habe ich heute Abend was zu tun. Ja, zieh sie da rein. Ja, ich glaube, das waren Schüsse. Ich habe es auch ge gehört. Das war aber hier drüben irgendwo. Also entweder schallgedämpft und nicht ganz so weit. Aber ich habe das auch wahrgenommen. Gehen wir hier rauf. Da schaut niemand nach. Hier bin ich sicher. Oh, das fände ich tatsächlich ganz cool, wenn da jetzt einer so kommen würde. Ja, das muss aber hinter diesem Hügel da gewesen sein. Also ich meine. Es war ganz seicht zu hören. Aber Tonetschi hat's gehört. Du hast ein Level 1 Hype Train Emote erhalten. Danke. Vortex Mod Manager. Ja, stimmt, den gibt's auch noch. Die Serie kostet nichts. Das Prime-Abo. Das Amazon Prime-Abo. Alle Folgen verfügbar, alle Folgen kostenlos. Also, was kostet Prime? 8 Euro, 10 Euro, 12 Euro, keine Ahnung. Ja, definitiv ein Schuss. Von da hinten. 8,99, 12. Keine Ahnung.
schauen uns das mal an. Es gibt sogar Mods für die Xbox für Fallout 4, ist das echt so? Krass. YouTube 12 und Prime 8, ah, okay. Ich glaube, für Prime gibt es ja auch nochmal eine teurere Variante, ne? Ohne die Werbung dazwischen. Weil jetzt gibt es ja auch Werbung zwischen den Prime-Serien. Das ist ja auch... Na gut, was willst du machen? Am Ende gewinnen sie halt. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, das war schon noch ein ganzes Stückchen entfernt. Vorne haben wir einen Weg. Na, ist okay. Hallo Karazza. Karazza gibt es gerade im Kaufland im Angebot, Leute. Leute, lauft zu Kaufland. Kennt ihr diese YouTube-Shorts oder TikTok-Videos? Leute, ihr müsst sofort zu Netto laufen. Da gibt's und dann kommt immer irgend so ein Ding, wo du denkst, warum soll ich jetzt zu Netto laufen? Müller Milchreis für 29 Cent. Leute, rennt zu Netto. So, wir schauen mal. Da vorne habe ich so einen kleinen Wohnwagen gesehen. So einen Bauwohnwagen. Prime-Abo abschließen, Serie schauen, kündigen. Kosten 8,99 durch 30 mal Tage den Rest bekommt. Ach was, den Rest bekommt man zurück? Ist das echt so? Ist das nicht ein Monat, ein voller Monat? What? Da kannst du ja wirklich in einer Nacht durchschauen und dann kriegst du ja im Grunde alles wieder. Oh, das sehen die bestimmt gar nicht gern. Was ist Karazza? Wie, du kennst Karazza nicht? Weiß halt nicht, was hier vorne so kommt. Ne? Kann natürlich sein, dass der irgendwo hier so rumlungert. Krass, krass. Amerikanischer Service. Naja, daran verdienen die immer noch auch ein bisschen Geld, ne? Der Hosentaschen-Snack. Genau. Und dann gab es noch Lunchables. Kennt das noch einer? Diese komischen Cracker mit diesem merkwürdigen Käse und dem Schinken in Talerform. In den USA gibt es Lunchables noch in Dutzend verschiedenen Sorten. Echt? Was? Karazza eine Minute in die Mikrowelle, so schmeckt die dann am besten. Was kommen hier für Tipps jetzt? Ich kenne das wirklich nicht. Schmeckt das? Wenn ja, muss ich mir morgen mal kaufen zum Probieren. Ja, das ist halt irgendwie so ein perverser Pizza-Fleisch-Snack-Kissen-Beutel-Dings. Aber schmeckt schon irgendwie. Aber du hast den ganzen Tag diesen Geschmack im Mund, aber schmeckt nicht schlecht. Vor allem die Packung knistert so schön, weil das so eine ganz feste Folie ist. Sally, welches Lebensmittel verbindest du mit deiner Kindheit? Bei mir ist es ganz klar Frufo. Ja, Frufo ist schon... Frufo fühle ich noch so, ne? Mit dieser Form und dieser Aussparung in der Mitte.
der Kindheit. Ja. Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es eher McDonald's. Die Junior-Tüte. Damals noch, heute Happy Meal. Weil das nicht so häufig vorkam und das dann immer irgendwie mal vorkam, wenn die Schule gut lief oder so, dann war man da. Ich kann mich erinnern, einmal ist mein Vater zusammen mit meinem Bruder mit der Bahn nach Frankreich gefahren, weil die da irgendwas klären mussten. Und ich durfte nicht mit und stand am Bahnhof und habe geweint, hat man immer gesagt, ach komm, wir gehen jetzt zu McDonald's. Und dachte ich so, dann war nicht öfter. Aber so McDonald's, so das Auspacken dieser Burgergeruche, dieses ganz süße, diese super süße Ketchup so, was ich heute gar nicht mehr esse. Aber so der McDonald's-Geruch und das Spielzeug in dieser Plastikfolie und dann hast du es aufgerissen und hast so ein Spielzeug gehabt und konntest dir vorne aussuchen, welches und so. Ah, das war schon super. Diese geilen, labbrigen Pommes. Leckermäulchen. Boah, Leckermäulchen ist auch wirklich richtig krass underrated. Also, Leckermäulchen ist so krass lecker, wie der Name schon sagt. Das ist unfassbar. Das ist fast schon ein Geheimtipp. Ich glaube, das geht komplett unter irgendwie. Aber Leckermäulchen ist wirklich der absolute Wahnsinn. Kommt auf die Liste auf jeden Fall. Ich habe noch nie bei McDonald's gegessen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie McDonald's heute schmeckt, ob das noch genauso. Wahrscheinlich schmeckt es noch genauso. Pater John, hast du jetzt Fallout geguckt so schnell? Krass, das wird heute durchgesuchtet. So, bin wieder da. Kellogg's Cornflakes war auch immer geiles Spielzeug drin. Ja, ja. Gibt es das heute noch? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich wegen Kleinteile und so. Cine Minis, oh. Und Fruit Loops. Auch einfach fantastisch. Dann schön so einweichen. Erst die Cine Minis rein, dann die Milch. Dann ein bisschen so untertauchen. Dann möglichst zügig, nicht schnell oder hastig essen, zügig, damit es nicht zu sehr einweicht. Und dann die geile Zimtmilch am Ende trinken. Eiskalt am besten. Boah. Ist einfach. Keine Ahnung, wann ich zuletzt Cornflakes gegessen habe. Aber es ist einfach ein Lebensgefühl, ist einfach so. Ich will nur genug Abstand gewinnen, um die möglichst früh zu sehen. Oh. Komm her. War das nur der eine? War das der Lone Wolf? Ich glaube nicht. Oh, fies, fies, fies. Ich muss den da jetzt mal gerade liegen lassen. Das ist mir gerade ein bisschen zu risky hier. Wölfen habe ich nicht so unbedingt die beste Erfahrung gemacht in Daisy. Ich sollte aber hier bleiben. Über der Nacht mit kalter Cola, Chips und Popcorn. Oh. Burger selber und Pommes, deswegen brauche ich kein McDonald's. Ich bin froh, dass meine Oma mir das Kochen beigebracht hat. Ich traue bis heute noch Cine Minis mit den Apfelsplittern. Oh ja, da sagst du was. Stimmt. Warte mal. Nee, das war so ein Swirl, oder? Wie war das? Irgendwas sagt mir. Irgendwie sagt mir das was. Apfelsplittern? Drei Schuss, drei Wölfe. Ganz recht, wer dabei war, war dabei. Ich kann einfach nicht fassen, dass das nur ein Wolf sein soll hier. Aber hier ist sonst keiner zu sehen. Vielleicht war der andere Schuss ja von jemandem, der zwei getötet hat. Und der ist halt übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob das Spiel so funktioniert. Apfel-Zimt-Loops. Warte mal, Loops?
klassische Cine-Minis mit so gebackenen Apfelstücken. So ist es zumindest in meiner Erinnerung geblieben. Ey, wenn du das so beschreibst, ich schmeck das, ne? Aber ich kann nicht behaupten, dass ich wüsste, wie da die Packung aussieht. Aber Cine-Minis gibt's noch. Und Smacks waren auch fantastisch, da hat die Milch immer super geschmeckt, so honigmäßig halt. Was Cine-Minis? Honey Nut Loops. Oh, die, ach, wie hießen die Dinger denn nochmal? Cluster. Mit dem Eichhörnchen, die waren auch super. Mit diesen Nussstücken drin, oh, fantastisch. Ey, das macht mich so stutzig, ne? Nur ein Wolf hier. Ich hab Sorge. Ich will da halt jetzt nicht einfach so durchrushen. Clusters und Smacks, ja. Clusters waren wirklich super. Die hießen Apple Minis. Ah, okay. Apple Minis. Apple Teenies. Ja, Frosties war so ein bisschen so die Einstiegsdroge in das Ganze. Die wecken den Tiger in dir und dir, ja, genau. Vielleicht habe ich ja tatsächlich Glück gehabt. Das war nur der eine. Wir gehen mal hier hoch. Ich will wissen, ob hier einer liegt oder ob hier vielleicht noch einer rumstromert, der die anderen Löwen, Löwen. Sorry, ich komme aus Berlin, bei uns ist alles ein Löwe. Der die anderen Wölfe erledigt hat. Was haben wir denn hier? Clusters gibt es bei uns noch bei Edeka, aber viel kleinere Packung und mir ehrlich gesagt so, ja, diese gesamte Abteilung Cornflakes, winzige Packungen, doppelt so teuer und wenn im Angebot, dann immer noch viel zu teuer. Ey, absolut. Ganz kleine Schachteln, ganz dünn so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Grammzahl ist wichtig, was drin ist, aber gefühlt ist das schon extrem geworden. Was ist denn das hier? Ist das hier so ein Fernseh, Radio, was weiß ich, Station? Eieieiei, habe ich kein gutes Gefühl. Gar kein gutes Gefühl habe ich hier. Ja, Radiosender, so wie es aussieht. Was denn jetzt? Was haben wir denn auf der 4? Es gab mal von Milka eine 300 Gramm Schokolade mit Snacks. Hat geschmeckt wie Kinder Country. Ach, Smacks meinst du? Gibt es aber leider nicht mehr. Vielleicht hatten Kinder was dagegen. Hatte Kinder was dagegen. Boah, das klingt aber gut. Oh, Kinder Country ist auch gar nicht schlecht, ne? Kinder Country kann man sich geben. Hi, Kojak. Vielen herzlichen Dank für den Stufe 1 Abo. Seit 5 Monaten schon. Guten Abend. Ferrero, ja. Ferrero. Hier komme ich rauf. Bin ich noch nie gewesen. Ich sag nur Müllermilch. Gab es früher 500 Milliliter Becher für 99 Pfennig. Heute kostet die 400 Milliliter Flasche 1,69 zuzüglich Pfand. Korrekt, Pfand. Richtig, richtig. Bisschen Schrotmuni brauchen wir zwar gerade nicht, aber kann auch nicht schaden. Große Packung, nichts drin.
Ja, da ist ja, da zählt ja dann halt auch, was halt in Grammanzahl draufsteht, aber ist auch irgendwie eine komische Entscheidung, weil es kommt auch viel mehr auf so eine Palette rauf, wenn du halt eine kleinere Packung nimmst. Das ist ja das, was Apple mit den iPhones gemacht hat, ne? Die haben einfach den Ladestecker rausgelassen, können doppelt so viel auf eine Palette hauen. Zack, gespart. Zahlst den gleichen Preis oder mehr als vorher fürs Telefon und du musst noch den Stecker dazu kaufen. Win-win. Du siehst aus, als hättest du damals auch Buffalo Boots getragen. Nee, aber als Kind, also als Siebenjähriger oder so, hatte ich diese, die Blinkschuhe. Ich weiß nicht, von welcher Marke die waren. War das LA Gear oder so? Die hatte ich safe. Buffalo Boots. Nee. Offiziell nicht. Was soll das hier sein? Nix. Wollen wir da mal hoch? Ah, hätte ich einen Fallschirm oder so, könnte man hier so ein bisschen Skydiving betreiben von da oben, würde ich es machen. Aber so ist da wahrscheinlich nichts drauf und dann ist der Gag spätestens ab der ersten Leiter irgendwie weg. Ist ja ehrlich, am Sonntag hattest du welche an? Ja, ist richtig. Ja, stimmt schon. Könnt ihr in der nächsten Podcast-Folge hören. Bonanza-Rad. Ich stelle mir gerade vor, wie der Herr Baron Blinkeschuhe trägt. Ja, ist richtig. Kinderbaron aber, ne? Also, wir schweigen gekonnt. Er kennt Punch and Stench, da vermute ich mal keine Buffalos. Aha, so nämlich. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Schon ganz gern so ein bisschen dahin zurück, wo ich hergekommen bin, was da hinten ist. Hatte irgendwie die Hoffnung, dass hier einer ist. Wir werden mal kurz was Kleines essen. Ja, diese Blinkeschuhe waren der Hit. Und dann irgendwann kam die Armbanduhr raus mit einem Taschenrechner dran. Alle dachten, okay, ich bin einfach ein Geheimagent. Aber es war halt nur ein Taschenrechner. Ich hatte nur die flachen Buffalos. Ich denke, dafür muss ich mich nicht schämen. Die flachen Buffalos. Klassische Sneaker, ah ja. Ja, weiß ich gar nicht mehr, ne? Ich kenne die nur als diese hohen, die haben auch immer nur die Mädels getragen. Und war aber wirklich der absolute Standard, ne? Das war der Schuh in der Schule. Das war der Mädchenschuh in der Schule, war Buffalo. Unser Adidas war Germina. Bei uns haben auch die Jungs nach den hohen Buffalos gestrebt. Wie alt bist du, Tunechi? Von da, wo du gerade bist, habe ich mich gestern auf zum Airfield gemacht. Ist dort lange gut gegangen, bin dann aber doch beim Looten abgeknallt worden. Ich wusste ja, was ich tat, um dorthin zu gehen. Dorthin zu gehen, ja. 35, ja. Was? Ja, das Airfield ist schon. Außer man ist Vollprofi oder hat sehr viel Glück. Einfach so ein Tötungsgarant irgendwie, habe ich so das Gefühl. Zusammengerechnet.
5. Okay, 35. Die hohen Buffalos waren ursprünglich für Männer gedacht. Archie, wer hat dir das denn erzählt? Ja, ja, nee, hol dir mal die hohen, Archie. Ja, ja, nee, ist voll cool. Wir holen uns die heute auch. Dann können wir ja zusammen in den Laden gehen. Nee, nee, geh mal alleine. Wir müssen das getrennt machen. Naja. Oh, Leute, jetzt kommt's raus. Ja. Ich behaupten, dass ich jemals einen Mann mit hohen Buffalos gesehen habe. Vielleicht mal auf der Love Parade oder so? Schämen muss man sich da nicht, weil halt damit... Ja, komplett, klar. Das wird auch wiederkommen, ne? Buffalos, die hohen Buffalos tragen, ist halt einfach so. Ich meine, ich hatte Blinkschuhe, also... Hab ewig so eine New York Yankees Cap andersrum getragen, weil ich dachte... Fred Durst trägt die so. Muss ich doch auch machen, oder? Im Tresor hatten irgendwie alle Männer hohe Buffalos an. Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Hab ich letztens wirklich gesehen, Buffalos. Ach, ist jetzt schon wieder der Trend der hohen Buffalos? Also, dass es die Marke gibt, weiß ich aber. Vielleicht hole ich mir welche. Aber dann bin ich so hoch, dass ich hier oben abgeschnitten bin. Hi, zurück. Ratet mal, was ich gerade trage. Alles kommt irgendwann wieder, ja? Wahrscheinlich schon. Ich habe immer noch meine Fishbone-Mütze. Fishbone. Fishbone. Fishbone gab's, dann gab's Smog. Dann gab es hier diese üblichen Hip-Hop-Marken. Ja, und Champion und so ist ja auch schon wieder zurück. Oh, da drüben haben wir eine kleine Hütte. Ich wünschte, ich wäre noch mal so jung. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich finde... Zurückblickend war das schon eine wichtige Zeit, aber ich bin lieber im Jetzt irgendwie so. 58, naja gut, das ist auch noch nicht alt. 58. Was haben wir hier? Noch eine, warte mal, die ist aber gut in Schuss hier. Abgenutzt? Was sagt unsere? Die ist beschädigt, aus welchem Grund auch immer. Die geht einfach kaputt im Rucksack. Ja, Armbrust. Ah, warte mal, da liegt noch was. Nee. Fubu-Hosen. Wusstest gar nicht, was du mitnehmen solltest, ja? Denk, das Problem würde ich auch haben, wenn ich da wäre. Und dann findest du einen Teil und denkst, oh ja, das wäre nicht schlecht. Dann findest du so eine halbe Waffe und denkst du, aber welche Munition dafür jetzt? Icewatch-Uhren. Ja. Und wie hießen die? G-Shock. Hatte damals eine schwarze... Was ist denn eine Paschhose? Paschhose? Eine gelbe Adidas Trainingsjacke. Das klingt ein bisschen wie so ein GTA-Charakter, ehrlich gesagt. Longhorn, ja, finde ich ganz cool, ne? Makellos. Nicht schallgedämpft. Kriegen wir die hier irgendwo unter? Wahrscheinlich, wenn ich hier einmal diesen kaputten Reis raushaue. Ja. Wenn du es nicht getragen hast, warst du quasi ein Untermensch gewesen. Ja, warst du raus einfach. Ich habe meine gelbe Jeansjacke von Diesel immer noch. 31 Jahre. Eine gelbe Jeansjacke. Ah ja, doch, kann ich mir aber vorstellen. Spliffy-Hosen von Coast.
Sehr, ach, sehr weit mit tiefen Taschen. Ah, ja, okay. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann ewig so Baggy Pants getragen habe und immer so wie so ein Gangster rumgelaufen bin. Immer mit meinem, mit so einem Kumpel. Und der war so voll dahinterher und hat das so richtig so gesehen, als das sind wir und wir müssen dazugehören und so. Da, da, da. Und irgendwann habe ich dann gedacht, weißt du was, ich ziehe meine Hose jetzt einfach mal ganz normal an. Und dann, das hat er nicht begriffen. Der hat sich so richtig im Stich gelassen gefühlt. Der hat so richtig gedacht, was, wieso ziehst du deine Hose jetzt so hoch? Was soll das denn? Du siehst aus wie ein Streber. Und ich dachte so, ja, dann ist es halt so. Aber so trage ich die jetzt halt, was soll ich machen? Der war richtig schockiert. Der konnte das nicht nachvollziehen. Oh ja. Oh ja, hier gibt es ein bisschen was. Warte mal, ist der jetzt schon durch hier? Abgenutzt? Ruiniert. Okay. Da vorne lo... Lungert noch einer rum. Tamagotchi oder wie die Dinge heißen, gibt es doch jetzt auch wieder. Was? Hab am Wochenende meinen Keller aufgeräumt und meinen Walkman gefunden. Geil. Wo bist du denn auch da? Fall um. Was war das denn? Crisscross mit Jacke verkehrt herum. Ja. Klamotten von Miami Weiß. Oh. Ist aber auch eine stylische Serie. Ja, Schalldämpfer ist durch. Sully mit einer Ed Hardy Cap. Ich trage nie Mützen oder Caps. Also Mützen im Sinne von Wollmützen im Winter. Aber ich bin absolut kein Basecap-Träger oder Freund oder so. Da bin ich komplett raus. Dann lieber nie wieder irgendwas auf dem Kopf tragen. Als irgendwie so ein Cappy. Vor allem Ed Hardy, ey. Uah. Auch nix, so irgendwo so eine Riesenmarke draufsteht oder so. Kann ich nichts mit anfangen, leider. Noch eine Touristenlandkarte. Ist ja ganz fantastisch hier. Sully ist bestimmt eher der Hugo Boss-Träger. Absolut überhaupt null. Warte mal, es klingt voll verteidigend. Was? Nein, null. Hä? Hugo, wie schreibt man das? Nee, wirklich gar nicht. Ich habe keine Markenklamotten. Ich habe ein Jordan-Shirt, um Sport zu machen. Und Schuhe sind halt so von Columbia oder irgendwie so. Also schon, was man so kennt. Aber nichts. Ich trage keinen Print oder irgendwas. Absolut nicht. Habe ich kein Interesse dran. Ich bin keine Werbetafel. Und Hugo Boss und so Armani bin ich sowieso komplett raus. Ich sehe da keinen Mehrwert. Die WWE-Chips? Du meinst diese Chupa Caps? Habe ich leider nicht mehr. Hast du noch welche? Wie? Wieso komme ich denn da nicht ran? Beanies einer bestimmten Marke, jetzt werden die nicht mehr hergestellt. Ich trage grundsätzlich Basics bis auf das Schuhwerk. Ja, geht mir auch so. Engelbert und Strauß, habe ich auch nichts von. Ne, Tab habe ich probiert, war auch nicht.
Das hängt da leider fest. Ja, vielleicht mit hinlegen wäre es gegangen. Aber ich meine, ich habe eh einen Scope drauf, so ist nicht. Warte mal, das Jagdmesser ist abgenutzt. Das ist makellos, ja. Da haben wir es. Noch so ein Ding. Ja, es ist eh schon demoliert. Hab gemischt wenig Markensachen. Ich bin sogar zuletzt mal einfach ins Kick gegangen und habe mir zum Testen mal so eine 11-Euro-Schuhe gekauft. Wollte mal wissen, ob so günstige zur Not mal tun. Ja, brauchbar. Ja, ich denke zur Not oder wenn man so sagt, ey, ich brauche irgendwie Schuhe, mit denen ich mal eben was renovieren kann oder irgendwas so, ne? Oder so Gartenschuhe oder sowas, dann denke ich auch. Aber ich glaube, wenn man viel läuft, dann merkt man schon irgendwann den Unterschied. Und denkt so, na, vielleicht doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wir haben so viel Krempel dabei. Mal so hier. Dietrich, haben wir noch irgendwie so kaputte Sachen? Ja, dass man die auch nicht höher stacken kann, ist wirklich ein Ding. Naja, gut. Schädelbasisfraktur. Viel Erfolg beim um 5 Uhr rauskommen. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dich mit uns unterhalten hast. Bis zum nächsten Mal. Deswegen habe ich die gekauft. Wollte das mal testen als Straßenschuhe. Gebe sonst immer ein bisschen mehr für Schuhe aus, ja. Naja, verstehe ich auch voll. Bei Schuhen denke ich mir auch so, ist schon irgendwie wichtig, Schuhe. Ob das T-Shirt jetzt von der oder der Marke ist, ist mir wirklich völlig Wumpe. Hallo? Ich würde sagen, hier drin. Was ist denn jetzt mit dem Messer? Ach, come on. Wo habe ich das denn jetzt gedroppt? Das habe ich doch genau da reingepackt, oder nicht? Das nicht hier reingepackt gerade eben? Doch. Dann hätten wir das ja jetzt geklärt. Ich finde, dass es wirklich nachgelassen hat, die Qualität an Schuhen. Finde, die gehen schneller kaputt. Ja, wahrscheinlich sollen sie einfach kaputt gehen. Damit du ganz schnell neue kaufst. Leute, ich bin tot. Aus dem Nichts. Wann fängt für dich dein Arbeitstag eigentlich so an und wie viele Stunden arbeitest du pro Tag mit Videos aufnehmen, schneiden und so? Mein Arbeitstag, sodass ich wirklich hier runterkomme und aufnehme, ist so zwischen 9 und 10. Und Stunden am Tag mit Livestream und allem sind so 10, würde ich schätzen. Irgendwas zwischen 8 und 10, manchmal so, manchmal so. Ich dachte, der Zombie ist meinetwegen so durchgedreht. Aber guck, Leute, jetzt haben wir es überstanden. Robocop, Rogue City und ein weiterer Artikel auf ihrer Steam-Wunschliste sind jetzt im Angebot. Hab ich gerade eine E-Mail bekommen. Ich trage Nike Air Max Limited 3 seit 4 Jahren und muss mir mal neue holen. Sie gehen langsam kaputt. Gehen langsam kaputt? Dann ist okay. Ah, ich will da weg. Ich mag das Gebiet hier überhaupt nicht. Ich schau mal eben hier vorne. Ist E-Spawn-Gebiet, ne? Hier habe ich keine großen Chancen, gute Sachen zu finden.
Oh, fantastisch. Ich nehme alles zurück. Ich denke, du bist ein Adidas Superstar, Converse, Chuck oder Nike Air Force Träger, habe ich recht? Ich? Früher mal 20 Euro Schuhe getragen, die haben meist 3 bis 4 Monate nur gehalten, hab mir dann mal gesagt, dann kaufe ich mal teure Schuhe. Ja, 20 Euro ist schon echt wenig für Schuhe, finde ich. Also Tonecci, falls du mich meinst mit den Schuhen, nichts davon trage ich. Absolut gar nicht. Ich halte nichts von Adidas oder Nike. Converse finde ich, sorry, wenn es jemand trägt, aber ich persönlich finde die unfassbar hässlich. Diese Chucks. Ich trage keine Sneaker und nichts. Was hat er denn? Ach, den Hut. Ein guter Hut tut gut. Ja, die Frage sagt alles. Ich soll das tragen? Nee, wirklich gar nicht. Sneaker sind nicht meins. Ich kann auch krass nicht nachvollziehen, wie man so Yeezys oder wie heißt diese Klamottenmarke? Oh, wie heißt denn das nochmal? Das heißt nicht Super, sondern ich komme nicht drauf. Irgendwas mit S, glaube ich. Die alle so verrückt nach sind. 100 Euro, 100 Dollar für ein T-Shirt. Supreme, Dankeschön. Ja, genau das Ding. Kann ich nicht nachvollziehen, ne? Wenn man dann auch so 250 Euro für Sneaker ausgibt und so gut. Wenn du die sammelst, dann sehe ich das auch gar nicht mehr so als Schuhe, ne? Da sammelst du die. Aber dieser Hype um Schuhe ist schon heftig, ey. In letzter Zeit etwas moppelig geworden. Da habe ich mir auch mal bessere Schuhe geholt. Trekking-Schuhe, aber nicht fürs Hochgebirge. Einfach so zum Laufen, um besseren Halt zu haben und so, ja. Sally trägt bestimmt Lederschuhe. Nee, ist kein Leder. Columbia auch irgendwie so Trekking-Wanderschuhe, irgendwas. Ich habe gern festes Schuhwerk, wo ich so richtig mit auftreten kann. Brauche keine Gummisohle, wobei das ist auch eine Gummisohle, aber keine so eine Sneaker, so eine flache, sondern schon so ein Profil ist mir immer ganz recht. Ja. Schuhe mit Stahlkappen, wenn er vor Wut vor die Wand tritt, weil ihn jemand umgelegt hat. Nur bei der Arbeit Schuhe mit Stahlkappen. Von der Firma DeWalt kann ich absolut empfehlen. Seit über 2 Jahren überhaupt keine Probleme mit diesen Schuhen gehabt. DeWalt, fantastische Marke für solche, für Arbeitsschuhe. Sally hat gesagt, meine Converse-Sneakers sind hässlich. Träumebär, tut mir leid. Wichtig ist doch, dass du sie nicht hässlich findest. Du musst sie mögen, nicht ich. Du trägst sie für dich, nicht für mich. Gummistiefel, ich habe als Kind mal Gummistiefel gehabt und sonst nicht. Mit guten Schuhen macht das Laufen auch einfach mehr Spaß, vor allem wenn man viel läuft. Da kommt der Archetyp, der Wanderexperte. Guten Tag, hier auf wandern24.de. Am besten Chucks kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen. Ja. Ich kann damit nichts anfangen. Ja, das muss halt jeder selbst wissen. Also ich kann da nur für mich sprechen und der sie mag, hat recht und der sie nicht mag, hat sie auch recht, weil das einfach keine Streitfrage ist. Oh, warte mal, warte mal, hier. Ich fände es ja fast noch interessanter, wenn man seinen DayZ-Charakter erstellt mit einer Schuhgröße. Und wenn man Pech hat, findet man Frauenschuhe in Größe 39, die einem nicht passen. Und dann kann man die halt nicht nehmen. Da müssen dann zwar wesentlich mehr Schuhe zu finden sein, weil natürlich die verschiedenen Größen dann nochmal eine extra Ebene mit sich bringen. Aber so alles in allem finde ich das einen ganz netten, so einen kleinen Bonus, wo man denkt, oh, bitte sei in der richtigen Größe. Und wenn die eine Nummer zu groß sind, kann man die anziehen, aber dann ist man ein bisschen langsamer. Wenn sie zu klein sind, kriegt man irgendwann Schmerzen oder so eine Entzündung, weil so ein Nagel einwächst oder so. Leute, wo sind diese Spiele mit den Details? Wo sind sie? Regenmantel. Haben wir schwach isoliert? Der Pullover ist ebenfalls schwach isoliert und auch schon durch. Dann nehmen wir natürlich lieber das Ding hier.
Sully, es ist okay, wenn im Alter immer noch Blinkeschuhe trägt. Wir mögen dich trotzdem. Yes! Blinkeschuhe, gibt es die überhaupt noch? Blinkeschuhe? Ich weiß, es gibt so Schuhe, da sind so Rollen unten eingebaut, dann kannst du so ein bisschen so sliden. Aber Blinkeschuhe kann ich auch nicht behaupten, dass irgendwie mal so Leute gesehen habe, die das tragen. Naja, nee, 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 wir hauen uns jetzt mal nicht gleich wieder das Inventar voll. Gummistiefel trage ich heute noch, wenn es regnet und ich mit dem Hund rausgehen will. Kann ich voll verstehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die beste Wahl. Aber ich habe halt keine. Gibt es noch? Ach ja, wieder. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema. Die gibt es einfach wieder. Klick. Ach so, jemand hat im Kommentarbereich gesagt. Ach nee, das Knicklicht kann man an Rucksack machen. Na gut, habe ich leider. Jetzt beginnt wieder die Suche nach dem Rucksack. 20 Stunden später. Ja, mal schauen, was denn der nächste Trend sein wird, was wiederkommt. Ich nehme mal nicht an, dass es dann so frühe 2000er kommt wieder und dann kommen die 2010er wieder, sondern dann kommen die 70er wieder und dann das springt dann immer so vor und zurück. Also demnächst wieder Schlaghosen. Und Jojos. Lichtercatty. Ist schon ziemlich durch. Leider ist es meinem Hund egal, was draußen für ein Wetter ist. Ja, kenne ich. Ja, wobei, wenn ich so die Terrassentür aufmache und es regnet stark, dann sagen die auch so, na, nee, komm. Ist doch nicht so wichtig. Schlaghosen werden doch schon wieder getragen. So richtig übertriebene Schlaghosen? Wirklich? Oh, nee, 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 nee. Mit denen lege ich mich jetzt nicht an. Ich habe nichts, um mich zu wehren. Das sind viel zu viele. Nope. Den kann man überhaupt nicht entkommen, ne? Und die sind tausendmal schneller. Du bist hingefallen. Die Pfütze muss ja umlaufen, ne? So richtig übertrieben, echt? Sehe ich nicht so oft. Wie ein junger Mike Tyson weggehauen. Ja, richtig, das war mein Plan. Hat irgendjemand den Boxkampf damals live gesehen, wo er dem Holyfield das Ohr abgebissen hat, da das Stück? Also, der hat ihm da einfach ein Stück Ohr abgebissen. Oh, was für ein Typ, ey. Was für ein Typ.
erleuchtet hat er ihn, ja, ganz recht. So, wir brauchen eine Waffe, wenigstens ein Messer, irgendwas, womit wir uns besser wehren können. Nein, aber hab mir die Szene angeguckt, ja. Fiese Nummer, ey. Vor allem so ein Ohr beißt du nicht mal ebenso durch, ne? Volle, ja, schlaf gut. Der kämpft bald wieder. Und dafür sind wir die ganze Nacht wach geblieben. Kleine Umarmung und weg. Zack! Schon etwas irre gewesen mit dem Ohr. Ja, ja. Ja, wirklich. Aber dieses Durchbeißen, ey, da muss eine Kraft haben. Unglaublich. Na, die Dinger meide ich eigentlich ganz gern. Wobei, da unten hätten wir schon eine Chance, irgendwie so ein Rohr zu finden oder so. Womit wir uns so ein bisschen besser wehren können. Was ist das? Arbeitshose. Besser als kurze Wanderhose, würde ich sagen. Ach, das halten wir gerade. Nee, das passt. Sehr gut. Ach so, nee, wir haben ja schon einen Hut auf. Ist schon heftig gewesen, vor allem seine Reaktion, wie er dann sogar alle wegboxt. Ja. So, ich bin im Recht, verzieht euch. Wie der Holyfield so richtig so versucht hat, den Schmerz abzuschütteln. So, boah. Damit rechnet ja nun wirklich keiner, ne? Mit einem fiesen Boxkampf trainierst darauf, Schläge einzustecken. Und dann beißt er dir einfach so ins Ohr. Ins Ohr auch einfach. War ihm völlig egal. Ah, ich glaube, hier ist keiner. Zu viele Zombies, ne? Ich brauche dringend irgendwie was zum Schlagen und die dann immer noch einzeln. Um die dann immer noch einzeln rauslocken zu können. Ah, hier vielleicht. Yes! Gib mal. Ach so, warte mal, das Ding. Ah, ist natürlich auch blöd. Ich hab mein Video mit seinen K.O.s gesehen, war echt ein Monster, der Typ. Ja. Ey, das stimmt. Der hat tatsächlich zum Trainieren, hat er in seinem Garten Löcher gebuddelt, ne, gegraben. Krasser Typ. Aber hat immer gesprochen, dass man dachte so, was? Mit dieses Lispeln und so, aber absolut, eine richtige Maschine einfach. Der kämpft bald gegen Jake Paul. Ist das ein ernstzunehmender Boxer? Ich finde diese Paul-Bande auch mit ihrem Prime-Drink ja so unfassbar unsympathisch, ne? Boah. Aber irgendwas haben sie ja richtig gemacht. Vielleicht war der Ohrensnack ja gar nicht mit Absicht. Wie? Und dann hat er gebissen und dachte, ah Mist, sorry. Und dann kamen die anderen, er wollte sie wegboxen. Ich habe mich doch schon entschuldigt. Der Ohrensnack. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, da ist keiner. Ein Jahr vorher wach geblieben und bam, eine Runde. Eine Runde, ey.
Kohle, die da drin steckt, ne? In so einem Boxkampf. Oh ja. Da ist doch was, ich wollte gerade sagen. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Aber einen Rucksack würde ich mir viel lieber nicht entgehen lassen. Ist nur ein Schauboxkampf. Konsistenz wie Beef Jerky, ja. Nur so fünf aufeinander geschichtet. Denke ich auch. Knorpelig, fest, gummiartig. Ich glaube, da liegst du gar nicht so falsch. Geschmacklich? Wahrscheinlich eher nicht. Er ist mit seinem Ohr zu... Genau. Er wollte das. So rum. So wird ein Schuh draus. Er hat gesagt, so, komm, beiß rein. Ja, ganz im Ernst, so... So wie Amerika tickt und dieses ganze Show und so, würde ich nicht mal sagen, stimmt nicht, wenn mir jemand erzählt, das war alles Absicht, der sollte das machen und Evander Holyfield war einverstanden damit. Für Showzwecke. Würde ich sagen, glaube ich dir. Ich schaue mir Videos von ihm an, muss sagen, so wie der trainiert, würde ich niemals in den Ring gehen. Gegen ihn, meinst du? Oder an seiner Stelle. Also wie der trainiert, würde ich nicht in den Ring gehen. Ach so, der Jake Paul, meinst du? Naja. Hat noch auf jeden Fall einen guten Schwung drauf. Ja, glaube ich. Nee. Nee, ciao. Keine 2 Minuten damals. Krass. Oh, hungrig, durstig. Fleischerball. Ein Zombie mit einer Lampe? Tatsächlich. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Aha! Das ist ja abgefahren. Ja, ist jetzt halt nur die Frage, wie kriege ich die drei dazu, getrennt zu mir zu kommen, damit ich mir... Ich brauche halt auch dringend was zu trinken, ne? Zieh mal weiter. Schweineohren vom Bäcker, kennt ihr die? Na klar. Zu DDR-Zeiten gab es die überall, jetzt hat die nicht mehr jeder. Nee, Schweineohren? Ich glaube, die heißen nur anders, oder? Heißen die nicht jetzt sowas wie Blätterteig-Schnecken oder sowas? Lecker. So, komm, da müssen wir dringend was zu essen und zu trinken finden. Sonst wird's schwierig, hier wieder rauszukommen. Bei uns im Westen gibt's die auch nur bei bestimmten Bäckereien. Glaube aber auch nicht immer.
ja die Schokoküsse, die heißen ja jetzt auch so. Ja, oder einfach Dickmanns. Doch, die heißen jetzt Blätterteigfächer oder so heißen die, glaube ich. Die gibt es sogar so im Kaufland zu holen, in der Keksabteilung. Blätterteigfächer heißen die, ich bin nicht der Meinung. Im Exil in Baden-Württemberg. Ah, die Umgebung ist keine Hilfe hier. Komm mal rüber. Gib ihm. Sehr gut. Ich bleib dabei, sehr hungrig. Rinderzunge nach Omas Rezept und dazu Kartoffeln. Lecker. Rinderzunge. Ja, Red Dead ist wirklich ein brutal gutes Spiel. Der absolute Wahnsinn. Und je länger ich das spiele, desto mehr denke ich, was machen eigentlich die anderen Spiele? Wie können andere Spieleentwickler es wagen, solche Spiele rauszubringen, die nicht so perfekt sind? Wenn hier keine Werbung kommt, dann macht Sully halt Werbung für die Keksabteilung im Kaufland. Das ist richtig. Also jetzt Blätterteigfächer. Im Angebot mit der Kauflandcard für nur 69 Cent. Schlagen Sie zu. Freiwillig ins Exil, ja. Würdest du eventuell mal Red Dead Redemption 2 Roleplay ausprobieren? Kann ich mir bei dir gut vorstellen. Ja, möglicherweise. Absolut. Schließe ich nicht aus. Ich will mich da jetzt erstmal so im Singleplayer so ein bisschen rumtreiben. Dann kann ich mir das definitiv mal anschauen. Ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, gerade mit der Spielauswahl. So, was da auf meiner Liste steht, finde ich ganz gut irgendwie. Auch, dass ich jetzt so ein bisschen in Ark reingekommen bin, so finde ich nicht verkehrt. Fallout finde ich schön, kenne ich halt so im Grunde nicht. So 76. Icarus steht noch in den Startlöchern, so freue ich mich drauf irgendwie. Freue ich mich. Ich habe nichts dagegen, neue Spiele zu spielen. Gerade so Sachen, die im Angebot sind und so einfach mal reinschauen für so einen Livestream, gucken, wie ist das, was kann das. Aber so für längere Sachen habe ich Bock drauf. Von der Zeit her deutlich interessanter als GTA 5 RPR. Petru Lakinosu, vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen.
arbeitest du bei Kaufland? Meine Frau arbeitet auch bei Kaufland in Gelnhausen. Ja, ich arbeite einen Tag in der Woche bei Kaufland. Also ich bin einen Tag für 6 Stunden da. Also ich bin auch nicht wirklich da, weil das geht so schnell vorbei. Ja, ich weiß nicht, wo Gelnhausen ist. Noch nichts zu essen oder zu trinken gefunden. Und trinken ist allmählich wichtiger. Zockermoment der Division 2, bis jetzt 14 Spielstunden, macht mega Spaß zurzeit. Ja, ah, siehste, Division muss ich auch noch spielen. Es ist einfach... Ich finde halt, Division ist nicht das ideale Let's Play-Spiel oder so. Das ist eher so ein, was man halt so selbst nebenbei spielt, wo man nicht mal unbedingt den Spielsound braucht. Ich weiß noch nicht, wie ich das verknüpfen soll alles. Leider echt finster jetzt gerade. Da hinten haben wir was. Gelnhausen ist in Hessen, so 45 Kilometer von Frankfurt weg. Ah. Ich zocke es nur, weil ich es interessant fand bei dir. Das wäre tatsächlich mal eine gute Verdienstmöglichkeit für YouTuber und Streamer, wenn man sagt, alle, die einen bestimmten Kanal abonniert haben, und da wird es schon wieder schwierig mit Datenschutz, da wird dann geschaut, wer installiert und spielt dann welches Spiel. Also wie sehr hatte ich Einfluss darauf, was ihr spielt. Und dann müssen mich die Entwickler bezahlen. Easy. Bestes Konzept aller Zeiten. Was ist das denn hier? Achso. Komm mal her, du Nasenbär. Doch, 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 du hast irgendwas dabei. Oh, ja. Warte mal, haben wir da... Ach, Mist, keine Batterie. Wegen dir habe ich wieder mit 7 Days to Die angefangen. Oh, das ist aber schon lange her. Oder hast du das erst kürzlich gesehen, was ich da gespielt habe? Das ist bestimmt schon ein Jahr her. Oh, das sind zu viele. Der schlagt mal schön synchron. Wo ist der andere Vogel? Einer ist down. Ich bin wegen Sully und Dr. Disrespect auf den PC umgestiegen, um Tarkov zu spielen. Ach, sehr gut. Okay, jetzt können wir die Dose aufmachen. Wir haben das Beil, aber das hier... Trinken fehlt halt noch. Ich zocke alles nur durch Sullys LPs, aber ich komme von Division 2 nicht mehr weg. Krass, da beneide ich dich sehr. Diese Schreie, die die Zombies von sich geben, erinnert mich an Black Metal Sänger. Ja, stimmt. Heute gelesen, dass Dredge wohl verfilmt werden soll. Oh, das könnte ein guter Film werden. Das stelle ich mir gut vor. Ganz atmosphärisch so. Ein bisschen so Stephen King-mäßig, so von der Stimmung. Kann da sogar in der Ecke spielen in Maine. Ja. Gefällt mir die Idee. Nur nicht mit Chris Pratt oder Dwayne Johnson, bitte. Bitte, auch nicht von Disney.
Dass das Leute machen, die wissen, wie es geht. Hab noch 4 Folgen von deinem 7 Days to Die vor mir. Ach Gott, das ist ja wirklich uralt. Die Livestreams, aber da ist auch ein bisschen was zusammengekommen, ja. Ja, irgendwann hat mich da der Spielspaß so ein bisschen verlassen. Red Dead 2 habe ich auch schon glorenbrei angefangen und nie fertig gezockt. Heiko, da verpasst du was. Oh, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Was kostet denn Robocop Rogue City? 30 Euro. Bisschen viel, ne? Für einen Angebotspreis. Ja, manchmal hat man halt einfach keinen Bock auf irgendein Spiel oder man kommt nicht dazu, dann wieder raufzuklicken, zu sagen, okay, komm, ich spiel's jetzt weiter oder so. Kenn ich. Richtig krass. Mist, Green, Metro und Icarus habe ich schon durch. Was? Beim Icarus. Wie viele Icarus-Videos sind das? 130 oder so? Soll 7 Days to Die nicht irgendein riesiges Update kriegen oder sogar ein Remake? Naja, ursprünglich hieß es ja dann, ja, da kommt Alpha, was war es, 21 oder so, oh, das wird so viel verändern und so. Und am Ende war es genau das Gleiche, nur dass du halt irgendwas lesen musstest, um zu leveln und so. Und ich dachte so, nee, sorry. Nee. Jetzt kommt Next-Gen-Update für Fallout 4, wie soll ich das alles nur noch spielen? Ja, ich glaube aber, auf dem PC macht dieses Next-Gen-Update keinen großen Unterschied. Also, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was ich auch sehr krass gespielt habe, war Dead Island. Da habe ich so die 60, 70 Spielstunden investiert. Krass, der erste Teil. 60, 70 Stunden für Dead Island. State of Decay 2 gehe ich gerade bei Staffel 2, Episode 15. Was? Da bingst du ja alles weg. Also von 7 Days to Die wüsste ich nicht, dass da ein Remake kommt. Ich meine, die werden nie fertig damit offensichtlich, aber... Ist gefühlt so vom Hype her auch schon ein bisschen durch irgendwie 7 Days to Die. Dead Island 1 habe ich gewiss 3 oder 4 Mal durch, das war der Hammer. Mehrmals durchgespielt und dann anderen Leuten geholfen. Na okay. Durchnässt, stark verwundet. Hunger, Durst. Ja, ist gut, halt durch. Halt durch. Du packst das, mein Freund. Borderlands auch genauso. Mehrmals durchgespielt, war auch mega. Borderlands 1. Die habe ich definitiv alle nie durchgespielt.
Früher habe ich auch gefühlt mehr durchgespielt. Aber das lag natürlich daran, dass man dann als Kind oder Jugendlicher halt nicht einfach mal sowas kaufen konnte. Sowohl finanziell als auch PC hat dann einfach nicht gereicht. Also ob das jetzt Konsole oder PC war. Und dann hast du halt 100 Mal Medal of Honor gespielt. Oder Tony Hawk's Pro Skater. Heute gibst 30 € für ein Spiel aus, spielst 3 Stunden, denkst, ja, ist okay, aber ich spiele dann doch lieber wieder was anderes. Gucke sehr viel YouTube oder Twitch, dafür sehr wenig Netflix und GoTV gucke ich schon seit 10 Jahren nicht mehr, verstehe ich. Gibt es aktuell ein Spiel, auf dessen Release du dich besonders freust? Ich freue mich auf Stalker 2. Ich sehe noch nicht ehrlich. Oh yes. Sehe noch nicht ehrlich gesagt, dass das dieses Jahr rauskommt. Aber darauf freue ich mich. Ansonsten bin ich tatsächlich so, dass wenn ich da kein Spiel auf der Liste habe, dass ich dann irgendwie einfach so bei Steam mal so ein bisschen stöbere. Ne? Einfach mal so eine halbe Stunde durch Steam gucke, so was wird mir empfohlen, was haben Leute, mit denen ich befreundet bin, so gespielt, was ist im Angebot, was könnte man mal probieren. Und dann gehe ich einfach so ein bisschen auf Steam bummeln und lasse mich dann so ein bisschen inspirieren und gucke, was da so ist. Aber ansonsten ist dieses Jahr auf meiner Liste, wüsste ich jetzt nicht aus, ich habe irgendwas extrem vergessen. Das war meine allererste Konsole. Das war Sega Master System 2, glaube ich. Mit den. Wo die Spiele noch wie für VHS in diesen Plastikdingern kamen. Mit weißem Cover alle. Und dann so kariert blau. Und dann war da nur das Cover so in Quadrat drauf gedruckt. Ich war mal eine leidenschaftliche Zockerin, aber für mich fixt nichts mehr so richtig an oder nur kurz. Und was war das Letzte, was dich so richtig angefixt hat, wo du sagst, so, das war der Knaller? Was haben wir hier? Brauche ich nicht. Alex the Kid. Rooted. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Rooted sehe und ich habe da nur ein paar Bilder dazu gesehen, denke ich The Day Before, ne? Das sieht einfach genauso aus. Ich finde es schwierig. Knorke LP, vielen Dank für den Follow. Hallo. Ja, also ich glaube, ich werde noch viele Spiele ausprobieren dieses Jahr, aber so richtig freuen. Keins so richtig. Bis auf eben Stalker. Wobei, eine richtige Freude ist es nicht. Das ist eher eine Hoffnung, die ich habe. Dass das wirklich gut wird. Also es kann ja durchaus immer noch schlecht sein. Dann wird es halt eine herbe Enttäuschung, ne? Weil ich schon eine gewisse Erwartung habe. Was ich sonst bei Spielen nicht so habe. Aber da ist es schon so ein bisschen. Na, schon so eine Hoffnung. Meine erste war NES und der erste PC war ein Atari 64. Atari 64. Der erste PC bei mir. Irgendwas, was mein Vater geholt hat. Diesem Barbarenspiel. Weiß nicht, was da fürs Ding war. Aber meine Lieblingskonsole, so dass ich, wo ich sagen würde, oh, das habe ich irgendwie voll gefeiert, war der Dreamcast. Sega Dreamcast war für mich so ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Der Controller schon mit dieser Memory Card, die so einen kleinen Bildschirm hatte und so, ah, das war irgendwie ganz besonders. Oh, Gesundheit ist gleich weg. Fall nicht um. Spyro the Dragon war auch mein absolutes Lieblingsspiel als Kind. Ja, Spyro the Dragon war cool. Oder Earthworm Jim war auch ein gutes Spiel.
Oder wie ist das? Edge of Darkness? Mit diesem Jungen und seiner Taschenlampe? Oder Heart of Darkness? Kann das sein? Das war auch cool. Was ist das denn hier? Leuchtstab, ja, vielen Dank. Ich sterbe gleich. Aua. Dann irgendwann kamen Nightmare Creatures und Siphon Filter. Und dann wurden die Spiele immer krasser, sahen immer besser aus. Und heute sind wir hier. Alle Spiele auf Abruf. Hast du entweder ein Abo irgendwo, hast du im Game Pass mit drin, lädst du dir runter, zockst es kurz. Der Wert geht irgendwie so ein bisschen verloren dadurch, weil du so nicht mehr dieses, ich habe hier was Physisches in der Hand und habe dafür viel Geld ausgegeben, sondern Steam 5,99, vor 3 Monaten noch 60 Euro. Haust du dir die Steam-Bibliothek voll mit irgendwelchen Angebotsspielen. Dark Souls, ja, verstehe ich. Über 15 Jahre her, ist aber auch okay. Habe eine sehr lange Spiellaufbahn hinter mir und meine älteren Brüder auch alles nachgeholt, was vor meiner Zeit war. Ja, irgendwann kommt dann halt so der Punkt, wo man merkt, so richtig kriegt mich, yes, nichts mehr. Rucksack, ey Leute, hier. Was denn jetzt? Durst, aber das wird auch ein bisschen Wasser geben. Ist Dark Souls schon 15 Jahre her? Oh, wir kriegen noch die Kurve. Hau dir den Reis rein, einfach so? Aber warte mal, dann krieg ich doch wieder Durst, oder nicht? Weil ich hab jetzt in erster Linie Durst. Ich hab ein bisschen Sorge. Deine Verantwortung. Nicht, dass ich wüsste, okay. Trocken Reis so und dann ist alles cool. Gesundheit geht aber schon wieder hoch. Oh, ist der träge. Komm. Ist da ein Brunnen zufällig? Nee, ne? Nee. Ja, schneller ist gerade leider nicht drin. Wie er sich quält. Aber es wird wieder hell. Ah, wie schön das hier aussieht mit dem Baum. Eieiei. Vorne haben wir eine Tankstelle. Die nehme ich tankend an. Da wird es ja wohl eine Pepsi geben, oder nicht? Oder eine Nuka-Cola. Ah, der Regen hört auf, immerhin. Essen geht nach oben aus irgendeinem Grund. Komm, komm. Na.
Knappe Kiste. Das schaffst du. Im Grunde, wenn das Gesundheitskreuz durch ist, dann stirbt er doch demnächst, oder nicht? Fallout-Serie habe ich noch nicht fertig. Ich habe noch nicht weitergeschaut. Aber wenn ich morgen wieder Fallout streame, dann schaue ich vielleicht nochmal rein. Heute durchgeguckt. Ich würde dir ja sowas wie das uralte Adventure Black Mirror vorschlagen. Das kenne ich sogar. Einfach mal was ganz anderes und weil es immer noch gut ist. Aber soweit ich das mitbekommen habe, konzentrierst du dich auf Survival. Ja, das muss nicht unbedingt Survival sein. Also ich spiele auch durchaus, also ich meine sowas wie Tarkov oder so ist ja auch nicht unbedingt Survival. Das war auch nicht Survival. Ich glaube aber so ein Point and Click, wo viel geredet wird und viel Text ist und so. Ich muss auch immer so ein bisschen schauen, was ich bisher so bedient habe. Und da sind, glaube ich, die wenigsten dabei, die das dann irgendwie unterhaltsam finden würden, glaube ich. Weshalb auch Manor Lords für mich eher so für so einen Ersteindruck in Frage kommt, weil da gibt es einfach draußen bessere YouTuber, die dem eher gerecht werden. Die können damit besser umgehen, die kennen solche Spiele besser und so. Und da würde ich dann als so ein Anfänger, das kann natürlich auch interessant sein, aber da würde ich einfach... So, das passt da nicht. Das ist dann so einmal so ein kleiner Versuch, wofür ich immer offen bin. Ich versuche hier wirklich jedes Spiel mal, wenn ich Bock drauf habe. Aber ja, mal schauen. Irgendwann gehen mir alle Spiele aus und dann probiere ich sowieso jedes Mal durch. Black Mirror fiel mir deswegen ein, weil es so gut zu deiner Art passen würde. Ja, mal schauen. Baphomets Fluch. Ja. Ja, da könnte man ja mal irgendwie so ein Point-and-Click-Wochenende machen oder so, dass ich nur solche Spiele irgendwie mal probiere. Mal schauen. Leute, ich würde sagen, bevor wir uns hier weiterquälen, machen wir einen Cut. Ich würde sagen, das war sehr unterhaltsam. Leider bin ich abgeschossen worden mit dem vollen Rucksack und allem, aber gut, was willst du machen? Und dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir uns so über alte Zeiten unterhalten konnten. Wie gesagt, jetzt gerade würde ich sagen, zu 99% streame ich morgen nochmal Fallout auf YouTube und dann gucken wir, wie es da weitergeht. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, kommt gut in den Dienstag und wenn ihr Bock habt, seht ihr mich morgen Abend so gegen 19:30 live auf YouTube. Also Leute, schlaft gut, bis dahin, adios, ciao.